Einen schönen guten Morgen aus dem Kassensaal der Österreichischen Nationalbank. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Premiere, zur Diskussionsveranstaltung Die ÖNB hört zu. Mein Name ist Stefan Hartl und ich darf Sie durch diesen Vormittag begleiten. Ein Vormittag, der Corona-bedingt etwas anders ablaufen wird, als das ursprünglich geplant war. Corona hält uns an Distanz. Vielen Dank an Sie alle, dass Sie online virtuell an dieser Veranstaltung teilnehmen. Schön, dass Sie da sind. Hier bei mir darf ich begrüßen den Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, Robert Holzmann, und Vizegouverneur Gottfried Haber. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Oftmals finden um diese Uhrzeit ja in der ÖNB Pressekonferenzen statt, wo die ÖNB Zahlen, Daten, Fakten präsentiert. Heute aber wollen wir den Spieß umdrehen. Heute geht es um Ihre Sicht der Dinge, um Ihre Ziele, um Ihre Anliegen und Ideen. Die wollen wir hören, deswegen auch der Titel Die ÖNB hört zu. Wie das Ganze technisch ablaufen wird, dazu kommen wir gleich. Davor darf ich noch Gouverneur Holzmann um seine Begrüßungsworte bitten. Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie recht herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Die ÖNB hört zu. Wie Sie wissen, die aktuelle Lage erlaubt es uns nicht, hier gemeinsam im Kassensaal zu sein, sondern Sie müssen elektronisch, sehr geehrte Teilnehmer und Teilnehmerinnen, zugeschaltet werden. Wir freuen uns aber dennoch, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, am Weltspartag 2020 unseren Aufruf zu folgen, uns zur Diskussion zur Verfügung zu stellen in den Veranstaltungen die ÖNB herzu. Und ich begrüße auch besonders die Zuseherinnen und Zuseher, welche uns über Webstream von außen zuhören. Herzlich willkommen. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, lassen Sie mich dennoch einige Worte kurz zum Zweck und der Organisation dieser Veranstaltung sagen. Die Österreichische Nationalbank vermittelt, wie Sie wissen, über verschiedenste Kanäle wie Publikationen, Online-Angebote, soziale Medien, persönliche Kontakte, dauernd Kernbotschaften, neueste Fakten, Analysen, Forschungsergebnisse. Wir stehen auch über wissenschaftliche Konferenzen, Diskussionsrunden, regelmäßig im Meinungsaustausch mit Fachexpertinnen und Fachexperten. Heute hingegen wollen wir mehr zuhören. Wir möchten erfahren, welche Themen Sie vor allem bewegen, welche Erwartungen und Hoffnungen, aber auch welche Sorgen Sie haben und wie Sie die Geldpolitik erleben und wie Sie Geldpolitik nach Ihrer Meinung nach entwickeln sollen. Organisatorisch gliedert sich die heutige Diskussion in eine Veranstaltungsreihe, die die EZB wie auch jede nationale Zentralbank macht. Und diese Ergebnisse fließen dann ein in die laufende Überprüfung der geldpolitischen Strategie, welche dann im Herbst kommenden Jahres, also Herbst 2021, abgeschlossen sein wird. Wir haben daher Sie als Vertreterinnen und Vertreter von Organisationen eingeladen, die sich mit elementaren Themen unserer Gesellschaft beschäftigen. Jugend, Familie, Alter, Wissenschaft, Bildung, Wirtschaft, Finanzen, Arbeits und natürlich auch die Umwelt. Sie und die Organisation repräsentieren einen wesentlichen Teil der Bevölkerung und des Wirtschaftslebens Österreich. Wir werden Ihren Wortmeldungen sehr, sehr genau zuhören. Denn das ist nicht nur ein einmaliges Event, das wir jetzt abhalten, weil wir dazu aufgefordert wurden, sondern wir sehen das vielmehr als den Beginn eines Dialoges, der hoffentlich weit über das hinausreicht, was wir heute sagen. Am Ende jeder Veranstaltung wird dann eine kurze Einleitung gemacht. Und was ich jetzt habe, ich bin bereits am Ende meiner Einleitung. Ich freue mich auf die interessanten Beiträge über die klassischen Themen der ÖNB wie Inflation und Konjunktur, aber auch über die Covid-Krise, die Finanzmarktstabilität und auch über die Umwelt. Zu den thematischen Dingen zählte ich auch dazu, dass wir gebeten haben, Kollegen aus den EZB kurze Einspielungen vorzubereiten. Ich bin sehr dankbar, dass der französische Gouverneur, der Gouverneur der Banque de France, François de Gallo eine Einspielung macht, sowie auch Jens Weidmann von der Deutschen Bundesbank. Und last but not least, das neue Mitglied des EZB-Rates, Frank Elderson, der auch eingespielt wird mit einem umweltpolitischen Thema.
Ihnen allen möchte ich an dieser Stelle recht herzlich dafür danken, dass Sie diese Einspielungen vorbereitet haben. Und damit darf ich an den Vizegouverneur Gottfried Haab übergeben für seine kurze Einleitung. Gottfried, bitte. Danke. Schönen guten Morgen auch von mir. Ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen und wie Herr Gouverneur Holzmann schon ausgeführt hat, es geht ja darum, dass wir heute zuhören. Daher werden wir auch jetzt nicht so viel an Input vorwegnehmen wollen. Ich möchte nur ein paar Punkte ansprechen, die für uns in der Diskussion relevant sein werden und wo ich mich auch schon sehr freue, wo wir uns sehr freuen, dass wir Ihre Expertise dann auch nicht nur in Österreich, sondern auch nach Frankfurt mitnehmen können. Die Überarbeitung der geldpolitischen Strategie und der Strategie der EZB fällt in eine Zeit großer Unsicherheiten und großer unbekannter Faktoren. Selbstverständlich muss eine Strategie etwas sein, das auch jenseits einer aktuellen Situation Gültigkeit hat, aber sie muss auch an die Situation angepasst sein und muss in eine Großwetterlage ökonomischer Natur hineinpassen. Und da gilt es natürlich zu bedenken, dass wir in Pandemiezeiten, deren Auswirkungen wir ja auch hier in diesem Format sehen, dass wir in diesen Pandemiezeiten auch davon ausgehen müssen, dass die Rahmenbedingungen für die nächsten Jahre möglicherweise auch andere sind als jene, die wir noch vor ein oder zwei Jahren erwartet hätten. Zur Ausgangslage kann man sagen, die Finanzmärkte sind diesmal Teil der Lösung, nicht Teil des Problems. Sie sind aber auch ein Pflänzchen, das gut gehegt werden muss und das man auch nicht überfordern darf. In dem Sinne sind nicht nur die Pandemie, sondern auch andere Themen von großer Relevanz. Da geht es um Klimawandel, da geht es um Fragen von Digitalisierungen, auch auf Finanzmärkten, von digitalen Währungen. All das sind große Chancen, aber auch Herausforderungen, jedenfalls aber Themen, die dazu beitragen werden, dass eine Überarbeitung von Strategien nicht nur sinnvoll, sondern auch dringend erforderlich ist. Und das sind auch Themen, bei denen es von größter Relevanz ist, dass nicht aus einem Elfenbeinturm heraus bestimmte Zukunftsweichenstellungen getätigt werden, sondern die Bedürfnisse der Menschen, die Bedürfnisse der Wirtschaft hier auch in größter Weise mit einfließen. Also in einer gewissen Form, und das ist mir ganz besonders wichtig, geht es ja hier um gesellschaftspolitische Themenstellungen. Und da darf sich natürlich keine Institution zu wichtig nehmen. Wir tun das auch nicht als EZB und ÖNB, aber selbstverständlich ist der Geldsektor, der Finanzsektor ein Bereich, der sehr viele andere gesellschaftliche und wirtschaftliche Bereiche mit beeinflusst. Und umso wichtiger ist es hier auch konsistent gemeinsam in die Zukunft zu gehen. In dem Sinne wünsche ich uns allen und vor allem Ihnen auch fruchtbringende Diskussionen. Wir sind schon sehr gespannt und danken Ihnen schon jetzt für Ihre Inputs, die wir sehr, sehr sorgfältig aufnehmen werden und die wir auch hoffentlich hier im Rahmen dieses Formats gemeinsam diskutieren können. Ich wünsche uns gemeinsam einen schönen Tag. Herr Vizegouverneur, Herr Gouverneur, vielen Dank für diese Einleitung. Bevor wir sozusagen in medias res gehen, noch ein paar Worte zum Organisatorischen. Wir haben zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft hier eingeladen und via WebEx zugeschalten. Ich werde pro Themenblock, und davon gibt es vier, jeweils drei, vier Stellungnahmen sammeln und die dann gesammelt sozusagen an Gouverneur und Vizegouverneur übergeben für die Beantwortung Ihrer Fragen. Ich bitte Sie, die Kameras einzuschalten und wenn Sie sich melden wollen, wenn Sie mitdiskutieren wollen, dann bitte über den Raise Hands Button im WebEx, da können Sie sozusagen elektronisch aufzeigen und wenn Sie dann dran sind, wenn Sie an der Reihe sind, bitte nicht vergessen, das Mikrofon einzuschalten und wenn Sie fertig sind, nicht vergessen, den Raise Hands Button wieder zu deaktivieren. Weil wir möglichst viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Wort kommen lassen wollen, bitte ich Sie, dass Sie sich für Ihre Stellungnahme maximal 3 Minuten Zeit nehmen und bitte seien Sie mir nicht böse, wenn ich es unterbrechen muss, weil es allzu lange dauert. Diese Veranstaltung wird auch via Livestream auf der Website der ÖNB übertragen. Auch da können Sie sich in die Diskussion einklinken und zwar indem Sie uns ein E-Mail schreiben und zwar auf der Website ist die Adresse angegeben. Ich sage es Ihnen hier noch einmal. Bitte ein E-Mail an die Adresse imdialog@önb.at. So, jetzt wissen wir also, wie es funktioniert. Also würde ich sagen, gehen wir in die erste Runde, in den ersten Themenblock, der sich beschäftigt mit der Inflation. Vielleicht kurz zur Erklärung. Die Preisstabilität ist ja das vorrangige Ziel des Systems der Zentralbanken im Euroraum. Erreicht es sie dann, wenn sie nahe, aber
Verzeihung, wenn sie unter, aber nahe 2% liegt. Darüber wollen wir jetzt reden und Sie können sich sozusagen auch schon jetzt elektronisch melden via WebEx und ich sehe hier auf meinem Computer, wer sich meldet und würde Sie dann bitten zu Ihrer Stellungnahme. Ich schaue auf meinen Computer, muss da tatsächlich runterscrollen, weil tatsächlich zum Glück viele, viele Teilnehmer mit dabei sein wollen. Ich sehe hier, Paul Schmidt hat seine Hand gehoben. Herr Schmidt, Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik. Ich bitte Sie, um Ihre Rolle des Icebreakers, des Eisbrechers gerecht zu werden. Bitte um Ihr Statement. Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung von der Österreichischen Nationalbank. Sehr geehrter Herr Gouverneur Holzmann, sehr geehrter Herr Vizegouverneur Haber. Eingangs Gratulation zu dieser Initiative, die aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig ist. Sie ist eine Übung, die vielleicht auch Fortsetzung finden könnte und zu einem regelmäßigen Dialog ausgebaut werden könnte. Daher aus unserer Sicht, ich begrüße sehr, was Gouverneur Holzmann zu Beginn gesagt hat, nämlich ein Dialog begleitet zu diesem Review-Prozess, also zu dieser Überprüfung der geldpolitischen Strategie, wäre, glaube ich, spannend. Warum? Weil aus unserer Sicht in der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung das Euro-System im Hintergrund der europapolitischen Entwicklungen agiert. Und das ist eine verzerrte Wahrnehmung, denn eigentlich spielt ja das Euro-System eine wesentlich größere Rolle als so manche andere Akteure, die eigentlich im Vordergrund stehen. Jetzt könnte man sich zurücklehnen und dem Prinzip folgen, no news and good news, wozu sollen wir etwas ändern. Doch andererseits, und das ist unsere Meinung aus Sicht von Kommunikatoren, in Zeiten des Umbruchs, in Zeiten des Wandels, in Zeiten von Krisen ist Transparenz, ist Kommunikation umso wichtiger, nämlich wichtiger denn je. Und beides, nämlich Transparenz und Kommunikation, sollte diesen Prozess des geldpolitischen Reviews begleiten, unserer Meinung nach. Und gerade Notenbanken sind ja eigentlich die europäischen Institutionen innerhalb der europäischen Integration. Und gerade Notenbanken als Stabilitätsanker in Krisenzeiten haben hier eine ganz besondere Rolle zu spielen. Und sie haben auch die Aufgabe, Komplexität zu reduzieren, pädagogisch zu wirken und eine mediale Übersetzungstätigkeit, eine Erklärungsarbeit zu leisten, um Verständnis zu schaffen, aber auch um Bewusstsein zu bilden, was hier eigentlich passiert und warum das Eurosystem wie agiert. Wie interagiert zum Beispiel die primäre Zielsetzung, also die Waren der Preisstabilität, mit der sekundären Zielsetzung des Eurosystems, also der Unterstützung der allgemeinen europäischen Wirtschaftspolitik in einer Zeit, in der europäischen Wirtschaftspolitik ja ändert. Und wie Vizegouverneur Mara hat das ja angesprochen, sie ändert sich vor allem, weil sie im Krisenmodus ist, aber nicht nur. Es gibt natürlich auch mittelfristige Entwicklungen, die ja auch im Recovery-Fonds und im mehrjährigen Finanzrahmen abgebildet sind, wo ein hoher Prozentsatz, 30% der Ausgaben in Richtung europäischer Green Deal geht. Und da ist die Frage, wie unterstützt das Eurosystem diese neuen Zielsetzungen? Beziehungsweise wie setzt sich eigentlich, was sind die Elemente, die auf die Inflation, auf die Preisstabilität heutzutage wirken? Wie schaut das aus mit Digitalisierung? Was bedeutet Klimawandel in diesem Zusammenhang? Wie funktioniert heute das Zusammenspiel zwischen diesen beiden Zielsetzungen? Und ich glaube, hier kann man offen kommunizieren und hier kann man neue Wege der Kommunikation gehen. Bei dem letzte Woche stattfindenden Event der Europäischen Zentralbank bei ECB Listens hat ja auch EZB-Präsidentin Lagarde als Role Model zum Beispiel die amerikanische Notenbank erwähnt und ihre Art und Weise über Social Media das Phänomen der Inflation zu erklären. Einer breiten Öffentlichkeit, einer interessierten Öffentlichkeit, die nicht diese ökonomischen Kenntnisse hat, wie die normalen Partner, mit denen interagiert wird. Das heißt, zusammenfassend, ein geldpolitischer Mittelprozess, der transparent ist,
der Komplexität reduziert und der kommuniziert und erklärt wird. Das wäre aus unserer Sicht ganz wichtig. Vielen Dank, Herr Generalsekretär. Ich sehe, dass sich schon wieder wer gemeldet hat. Das freut uns sehr. Die Preisstabilität, die Inflation zu erklären, muss wahrscheinlich auch jeden Tag oder oftmals die Arbeiterkammer. Ich sehe, Herr Zotter von der Arbeiterkammer hat sich gemeldet. Bitte, Herr Zotter, um Ihre Stellungnahme, um Ihr Statement. Herr Zotter, wir... Transparenz, jetzt sind Sie da. Schönen guten Morgen, Sie sind am Wort. Bitte schön. Guten Morgen, man hört mich jetzt? Wir hören Sie klar und deutlich, wunderbar. Okay, gut. Ja, zunächst auch eine herzliche Gratulation und ein Dankeschön für diese Initiative, für die wir sehr dankbar sind. Und Transparenz und Kommunikation, glaube ich, ist ein wichtiger Teil einer modernen geldpolitischen, nicht nur geldpolitischen Agenda. Also, um zu den Punkten zu kommen, also wir sehen seit der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise wurde das Preisstabilitätsziel im Euroraum eigentlich fast ausschließlich nach unten verletzt. Und angesichts der wirtschaftspolitischen Herausforderungen der jetzigen Krise und der Entwicklung der Inflation in den letzten 12 Jahren sollte vielleicht die Frage der Stabilität daher vielleicht breiter gestellt werden. Und auch Ziele wie die Beschäftigung mit einbeziehen, wie das auch international geschieht, wie etwa in den USA diskutiert wird. Was jedenfalls schon jetzt im Nationalbankgesetz auch eine wichtige Rolle spielt, ist das Ziel der Sicherung der Finanzmarktstabilität. Dafür gibt es aus unserer Sicht auch mehrere Gründe und es gilt dabei mehrere Aspekte zu beachten. Erstens kann das ESZB, also das Eurosystem, seine geldpolitischen Aufgaben gerade in Zeiten von niedrigen Zinsen und notwendiger unkonventioneller geldpolitischer Maßnahmen dann möglichst friktionsfrei erfüllen, wenn mit anderen Maßnahmen der Regulierung und Aufsicht Risiken für die Stabilität an den Vermögensmärkten hintangehalten werden, die Widerstandsfähigkeit von Banken gestärkt. Krisen sind in der Vergangenheit oft von Finanzmärkten und Banken ausgegangen. Und nach der letzten Krise wurde vor allem auch aufgrund der Maßnahmen der Aufsicht bei den Banken Eigenkapital aufgebaut. In der jetzigen Krise zeigt sich, wie wichtig das war. Umso wichtiger ist es aus unserer Sicht, dass nach der Krise dem Wiederaufbau von Eigenkapital bei Banken der Vorrang gegenüber Gewinnausschüttung. Zweitens bedarf es für die Beurteilung möglicher Risiken auf den Finanzmärkten fundierter Daten und Analysen und Fragen, wie sich mögliche Schocks auf Vermögensmärkten, auf den gesamtwirtschaftlichen Konsum beispielsweise auswirken, können nur dann beantwortet werden, wenn ein möglichst präzises Bild über das Vermögen, dessen Zusammensetzung und Verteilung vorhanden ist. Mit dem HFZS, also dem Household Consumer Survey, der Erhebung der Vermögenssituation der Haushalte im Eurosystem, wurde hier eine völlig neue und besonders wichtige Datenquelle für Regulierung und Forschung geschaffen. Und hier wurde sicher ein wichtiges Stück für Pionierarbeit durch das ESZB geleistet, das weitergestellt werden sollte. Drittens schaffen Informationen und transparent Vertrauen und Stabilität und sind Voraussetzungen für das Funktionieren von Märkten. Wo diese fehlen, also wo Informationsasymmetrie vorliegt, kommt es zu Marktversagen und Risiken für die Finanzmarktstabilität. Wir befinden uns heute nicht in einer Welt knapper Finanzmittel, sondern es sind vor allem makro- und mikroökonomische Unsicherheiten, Investitionen dämpfen. Liquide und anlagesuchende Mittel, die heute in einem noch nie dagewesenen Ausmaß vorhanden sind, werden aus mikroökonomischer Sicht dann sinnvolle Investitionsprojekte fließen, wenn verlässliche und belastbare Informationen über Unternehmen und Projekte verfügbar sind.
Das ist aus unserer Sicht eine wichtige Voraussetzung, wenn die Finanzierungsbasis breiter, der Kapitalmarkt europäischer und die Investitionen grüner werden sollen. Die Agenda der Kapitalmarktunion und des Green New Deal sollen jedenfalls nicht dazu genutzt werden, wieder Punkte voranzutreiben, die in der Vergangenheit bei der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise zum Aufbau spekulativer Blasen geführt haben. Danke. Herzlichen Dank, Herr Zotter. Ich möchte an dieser Stelle jetzt Herrn Michael Reiter vom Institut für höhere Studien in die Diskussion holen. Herr Reiter, bitte Mikrofon einschalten, Kamera einschalten. The floor is yours. Guten Morgen, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben zu dieser Veranstaltung. Mein Name ist Michael Reiter, ich bin Leiter der Forschungsgruppe Makroökonomie und Wirtschaftspolitik am Institut für höhere Studien. Wir am IHS, wir sind natürlich wissenschaftlich andauernd mit dem Inflationsproblem verbunden. Die Prognose der Inflation beispielsweise ist eine unserer wichtigen Aufgaben, die wir zu erfüllen haben. Für uns als Wirtschaftsforscher spielt das Messproblem und die Verfügbarkeit von genauen, auch disaggregierten Daten, die auch rechtzeitig erscheinen, eine sehr große Rolle. In der Covid-Krise sind die Messprobleme der Inflation jetzt noch schwerwiegender, als sie sonst schon sind. Abgesehen von der Messung ergeben sich für uns weitere Probleme, die, glaube ich, man kann sagen, dass die Prognose der Inflation heute noch etwas schwieriger sich darstellt, als es vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren schien. Bei der kurzfristigen Prognose ist man theoretisch jetzt irgendwie auf einer schlechteren Basis da. Einerseits ist die Rolle der Output-Lücke, die seit Jahrzehnten theoretisch praktisch sehr wichtig für die Inflationsprognose angesehen wird, deren Wert ist heute zweifelhafter. Die Phillips-Kurve, wie auch die Forschung der Nationalbanken bestätigt, ist weniger stark ausgeprägt. Theoretische Inflationsmodelle, alle davon eigentlich, muss man sagen, haben in den letzten 10, 20 Jahren empirisch nicht besonders gut ausgesehen. Das heißt, kurzfristig Wichtiges als geldpolitische Überlegungen sind für die Inflation dann für uns immer Sachen Ölpreis, Wechselkurse, auch Änderungen von indirekten Steuern. In der Mittelfristprognose typischerweise spielt aber der geldpolitische Standpunkt traditionell eine große Rolle, denn das EZB-Inflation ist ein wichtiger Anhaltspunkt für mittelfristige Prognosen. Und die Tatsache, dass in den letzten 10 Jahren eigentlich diese Inflationsziele nie erreicht worden sind, stellt uns auch vor bestimmte, sagen wir mal, Probleme, wie weit diese Inflationsziele eigentlich heute noch sozusagen, inwieweit die Geldpolitik glaubwürdig in diese Richtung ist. Früher war sie unglaubwürdig vielleicht, dass sie zu hohe Inflation hat. Heute ist sie glaubwürdig, dass sie die Inflation gar nicht mehr erreichen kann. Zum Schluss noch eine Überlegung, also was ist eigentlich Inflation? Wir wissen, es gibt sehr viele verschiedene Konzepte von Inflation, Konsumenten, Produzentenpreisindex, GDP-Deflator. Alle von denen sind wichtig, sind relevant für verschiedene Fragestellungen. Ich möchte mal eingehen, vielleicht kurz auf den Unterschied zwischen Preisindizes für also Güterpreise und Preisindizes für so langlebige knappe Anlagegüter. Die Unterscheidung ist wichtig, weil die langlebige Anlagegüter ganz anderen Logik folgt. Also speziell der Einfluss von Diskontfaktoren, die dauerhafte Senkung von Zinssätzen, hat natürlich enormen Einfluss auf diese Anlagegüter. Wichtig ist, dass beide gut gemessen werden, dass die Daten zur Verfügung gestellt werden. Ich bin etwas skeptisch über die Vermischung von Indizes von diesen Güterpreisen und Vermögenspreisen. Ich sage das jetzt, weil jetzt auch im Strategieprozess der EZB ja die Frage ist, inwieweit Preise für die Preise importierte Preise für eigengenutzte Wohnungen in den Preisindex einbezogen werden sollen. Je nachdem, wie man das macht, ist es eine Vermischung dieser zwei Arten von Preisindizes. Ich bin nicht so sehr für eine Vermischung, aber ich bin trotzdem durchaus dafür, dass Vermögenspreise in der Zielfunktion der Zentralbank eine Rolle spielen können. Ich möchte ein Argument hier anführen, das, glaube ich, etwas unterrepräsentiert ist in der Diskussion. Ich glaube, das wichtigste
Problem von zum Beispiel unerwarteten Schwankungen in Immobilienpreisen ist, dass diese Schwankungen eine sehr starke Umverteilung, und zwar mehr oder weniger willkürliche Umverteilung, darstellen zwischen solchen, die diese, die Immobilien besitzen, und solche, die sie noch nicht besitzen. Das ist für die relevanten Haushalte ein enormer Faktor. Und das wäre meiner Ansicht nach zwischen vielen Argumenten, die hier pro und contra seit langer Zeit diskutiert werden, ist ein Argument für eine Stabilisierung von Vermögenspreisen, die ein stärkeres Gewicht haben sollten. Vielen Dank. Herr Reiter, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Da war jetzt schon einiges dabei. Was ist Inflation? Die Frage ist gefallen. Wie wird Inflation gemessen? Messproblem der Inflation und auch Inflation erklären. Herr Gouverneur Hölzmann, was ist Ihre Antwort auf diese Fragen, die da aufgeworfen wurden? Zunächst einmal danke für alle drei sehr guten Beiträge, denen ich von der Zielrichtung nur zustimmen kann. Und das sind auch die Themen, die uns in der EZB sehr stark beschäftigen. Beginnen beim Letzten, nicht die Frage, was ist Inflation, wie wird sie am besten gemessen? Da gab es schon als Teil der Strategie, das war die erste Sitzung dazu, eine sehr umfassende technische Diskussion, die ich gerne hier führen würde, aber nicht der Ort dazu. Aber was dabei rausgekommen ist, nicht, dass dieses sehr einfache Konstrukt doch etwas schwierig ist, wenn man es genau auf den Punkt bringt. Nicht? Und was uns besonders interessiert für die Messung ist, wie wird die Inflation gemessen, die die Konsumenten an erster Stelle betrifft. Das heißt, den Herrn und Frau Österreicher, was soll drinnen sein und was soll draußen sein? Und hier sind wir schon ziemlich weiter, aber hier haben noch immer eine Reihe von technischen Fragen, da etwa es findet eine Verbesserung in einem iPhone statt. Ist das nun eine Preis- und das führt zu höheren Preisen, ist das eine Preiserhöhung oder ist das etwas durch die höhere Qualität, mehr Funktionen, was im Wesentlichen zu keiner Preiserhöhung verbunden ist? Aber auch die Frage, dann, die angesprochen wurde, nicht, inwieweit sollen Immobilienpreise drinnen sein? Und hier ist ein sehr offenes Problem, wie die Preise von selbstbenutzten Wohnungen, Wohnraum eingebaut wird. Da sind wir noch dabei zu überlegen, wie das Bestmögliche geschehen kann. Das heißt, alle diese Dinge sind ein sehr intensiver Teil unserer Arbeiten und das wird auch etwas sein, was wir dann auch etwas stärker kommunizieren müssen. Und damit springe ich vom letzten auf die erste Intervention hinein. Diese Kommunikation über teilweise technische Dinge, aber in einer Weise, dass es der Herr und der Frau Österreicher versteht, ist Teil unserer Aufgabe, die wir sehen. Und wir haben im Rahmen uns der Finanzbildung, die ein wesentlicher Bereich, auch Teil unserer internen Strategie ist, vorgenommen, hier auch in diesen Erklärungsbereich zu gehen. Das heißt, ab November, Dezember werden wir Podcasts haben, wo diese Dinge dann als Teil unserer Strategie dann erklärt werden, um die Diskussion weiterzuführen. Und die gesamten Anregungen, die vor allem Generalsekretär Schmidt gekommen sind, sind gerne aufgenommen, weil wir sie ja teilweise selbst versuchen, dann schon umzusetzen. Und damit ganz kurz, bevor ich dann an Herrn Kollegen Haber übergebe, die Frage, wie schaut es aus? Inflationsziel ja, aber ist es das einzige Ziel? Müsste man nicht die anderen hereinbringen? Vollkommen richtig. Inflationsziel sehen wir als die Hauptaufgabe, auch weil wir in der Inflation einen sehr wichtigen oder stabilen Preisen eine sehr wichtige Aufgabe für den Rest der Wirtschaftspolitik sehen. Aber das ist nicht alles. Es gibt darüber hinaus auch noch andere Dinge zu betrachten dabei. Und gerade die Frage von Inflation, Güterpreise, ja. Aber wenn durch die Geldpolitik Preisverzerrungen etwa bei den Wohnungen gebracht werden und bei den Vermögenspreisen, muss das auch in unserer Zielfunktion betrachtet werden. Denn steigende Wohnungspreise sind etwas, was gerade die jungen Menschen, aber die gesamten Österreicher betrifft. Und hier ist es so, und Sie haben das vollkommen richtig gesehen, Herr Zotter, hier ist es so, dass wir auch sehr stark daran denken, die Frage von, was kann getan werden, um gerade die Kapitalmarktunion zu stärken
Und die Dinge, die Sie angeführt haben, führen auch dazu. Kapitalmarktunion kann nur dann gestärkt werden, wenn auch der einzelne Teil der Kapitalmarktentwicklung ist, um das dann abgebildet wird. Und wie Sie wissen, hatte die EZB und in Österreich die Österreichische Nationalbank sehr führend mitgewirkt, um die statistischen Daten auf den Tisch zu bringen. Und damit möchte ich noch viel gern weiterreden, aber gebe ich an Kollegen Haber. Danke. Ja, danke. Ich greife auch ganz gern zuerst einmal die Frage von Kollegen Reiter auf oder die Intervention. Ich glaube auch, dass diese Thematik der Asset Price Inflation und die Frage der Auswirkungen der Geldpolitik auf Preise, die nicht im Verbraucherpreisindex abgedeckt sind, eine ganz wesentliche Frage ist, die wir im Strategieprozess, wie Robert Holzmann auch ausgeführt hat, ja sehr intensiv besprechen. Und da sind sehr viele methodische Probleme dahinter, aber am Ende geht es um die einfache Frage, bezieht man auch das, was wir so gemeinhin als Asset Price Inflation bezeichnen, bezieht man das mit ein und wenn ja, in welcher Form? Also da gibt es noch viel Diskussionen, die auch erforderlich sind. Besonders schwierig die Frage vom Owner-Occupied Housing, also von selbstgenutztem Wohnraum natürlich. Und das sieht man auch schon, es sind keine rein geldpolitischen Fragen, sondern das geht viel weiter. Und das ist der zweite Punkt, der mir jetzt am Herzen liegt. Ich sehe, und ich glaube, das macht die EZB und das ESZB zu Recht, dass wir noch verstärktes Augenmerk auf die Frage legen und legen müssen, auf die Interaktion zwischen Geldpolitik und Fiskalpolitik. Die EZB ist für die Geldpolitik zuständig und für die Finanzmarktstabilität, nicht für die Fiskalpolitik, aber es wäre mehr als fahrlässig, wenn man nicht die Interaktion dieser wichtigsten wirtschaftspolitischen Felder auch mit berücksichtigt und auch die Auswirkungen auf die Wirksamkeit des jeweils anderen Politikfeldes. Und der letzte und dritte Punkt, der mir noch wichtig erscheint, ist, da komme ich zu Herrn Zotter. Ich möchte Ihnen da 100% beipflichten. Ich glaube, die aktuelle Situation zeigt, dass es richtig war, in den letzten 10 Jahren eine Strategie zu fahren, wo auch die Kapitalausstattungen zum Beispiel im Banksystem sich verdoppelt haben. Also tatsächlich hier die Resilienz gestärkt wurde und die EZB und der SSM haben aus meiner Sicht zu Recht hier die Strategie verfolgt, dass man auch die Anforderungen, die hier an die Kreditinstitute herrschen, nicht vollkommen runterschraubt in der Krise, sondern da und dort kleinere Quickfixes, haben wir es genannt, vornimmt, aber im Prinzip dabei bleibt zu sagen, die Strategie ist, Puffer sind dazu da, dass sie in guten Zeiten aufgebaut werden. Das ist mit einer Verdoppelung der Puffer in Österreich faktisch, also mit einer Verdoppelung der Kapitalmittel de facto erfolgt. Und in der Krise kann man sie dann nützen und nimmt sie nicht zurück und danach sind sie wieder aufzufüllen und da gilt es dann die richtige Balance zu finden zwischen eben wieder gerüstet sein, wenn es einmal doch wieder turbulent werden sollte, das kann man leider nie ausschließen und gleichzeitig aber auch sicherstellen, dass es zu keiner Überforderung kommt, dann in der Phase des Wiederaufbaus dieser Mittel. Vielen Dank, meine Herren. Ich sehe, dass sich auch einige gemeldet haben, die via Livestream dabei sind. Die haben uns ein E-Mail geschickt. Ich bitte jetzt nun Frau Siglon, uns diese E-Mails vorzulesen, sozusagen die freundliche Stimme aus dem Off. Bitte schön. Dankeschön. Ja, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich mit der Frage beschäftigt, wie genau ein Preisstabilitätsziel jetzt dargestellt werden kann. Da kam zum Beispiel die Frage, ob man anstelle Stabilität der Preise, nicht eher an Stabilität der Einkommen denken sollte. Eine Zuschauerin hat aber eine ganz konkrete Frage gestellt, die ich herausgreifen möchte. Und zwar stellt ihr die Frage, ob es so relevant ist, sich um die Ziele selber zu kümmern oder nicht eher darum, ob man diese Ziele tatsächlich erreichen kann. Weil wir in den vergangenen Jahren ja erlebt haben, dass zwar durch die Geldpolitik das Wachstum und die Arbeitslosigkeit positiv beeinflusst werden konnte, aber bei der Inflation war die Geldpolitik weniger erfolgreich. Sollte man nicht daher auch die Instrumente überdenken, um die Ziele auch tatsächlich erfolgreich erreichen zu können? Vielen Dank, Herr Gouverneur, bitte um Ihre Antworten. Das ist genau die Diskussion, die wir die letzten beiden Tage mit Frankfurt, nicht in Frankfurt, gehabt haben. Wie müssen wir unsere Instrumente bewerten, um die Ziele, die wir erreichen haben wollen? Beispiel, nicht die Einsatzinstrumente waren sehr erfolgreich, um die Finanzmärkte zu stabilisieren. Das heißt, Italien und Spanien im Vergleich zu Deutschland haben
in den letzten Monaten stabile Finanzmärkte aufgewiesen. Hier waren wir sehr erfolgreich. Bei der Frage der Erhöhung der Inflationsrate waren wir weniger erfolgreich, was darauf hindeutet, dass die rein mengenmäßige Ausweitung der Geldmenge, die derzeit stattfindet, vielleicht nicht in diesem Maße notwendig ist, sondern dass wir hierbei uns auf andere Instrumente verlassen sollten. Und hier spielt sicherlich auch die Frage der Arbeitseinkommen, aber auch andere Dinge eine Rolle. Das ist ein richtiger Punkt, den wir sehr, sehr genau uns jetzt anschauen. Vielen Dank, Herr Gouverneur, Herr Vizegouverneur Haber. Ich glaube, was man noch als Einziges hier ergänzen kann oder noch vertiefen kann, ist die Frage, die gestellt wurde, Preise versus Einkommen. Ich glaube, dass man wirtschaftspolitisch all diese Größen ansehen muss. Wirtschaftspolitisch wird wahrscheinlich das Realeinkommen eine wesentliche Größe sein. Und bei der spielt sowohl die Einkommensentwicklung nominell als auch eben die Entwicklung des Preisniveaus eine wesentliche Rolle. Also ich glaube, das ist nicht unbedingt ein Widerspruch, sondern nehme eher mit, dass man das in einem holistischen Ansatz sich noch verstärkt anschauen muss. Und das, glaube ich, ist auch das, was hier derzeit passiert. Vielen Dank. Daran anschließend haben wir jetzt noch die Videobotschaft vom französischen Gouverneur der Banque de France, François Villeroy de Gallo, vorbereitet. Bitte, Film ab. Meine sehr verehrten Damen und Herren, für mich ist es eine ganz besondere Ehre, ein Grußwort an das geladene Publikum aus Vertreterinnen und Vertretern der österreichischen Zivilgesellschaft richten zu dürfen. Ich habe Deutsch vor mehr als 40 Jahren in Ihrem Land gelernt, und zwar in Wien und in Graz. Von Finnland bis Portugal ist der Euro ein Symbol für Frieden und Wohlstand in unserem Europa geworden. Laut einer Umfrage der Europäischen Kommission befürworten 76% der Bürgerinnen und Bürger der Eurozone die Währungsunion. In Österreich sind es fast genau so viele. Weltweit ist der Euro die am zweithäufigsten verwendete Währung. Das schafft Vertrauen, Sicherheit und Stabilität. Aber dieses Vertrauen haben wir uns erarbeitet. Preisstabilität ist die Basis dieses Vertrauens der Bürger. Sei es in Österreich oder in meinem Land, in Frankreich. Von stabilen Preisen sprechen wir, wenn die jährliche Inflationsrate auf mittlere Sicht unter, aber nahe 2% liegt. Im Großen und Ganzen können wir sagen, dass wir dieses Mandat erfüllt haben. Während die mittlere Inflationsrate im Zeitraum von 1999 bis 2009 noch bei 1,98% lag, fiel sie aber im Zeitraum von 2010 bis heute auf im Mittelwert nur 1,3%. Diese Zahl ist mit unserer Definition von Preisstabilität nur schwer vereinbar. Die notwendige Pufferzone vor einer negativen Preisspirale ist zu gering. Wir haben auch festgestellt, dass die veränderten Rahmenbedingungen der Digitalisierung, der Globalisierung und des Klimawandels für die Wahrung unserer Ziele eine immer entscheidendere Rolle spielen. Die Covid-19-Pandemie hat zu neuen wirtschaftlichen Unsicherheiten natürlich geführt, deren Folgen sich derzeit noch nicht abschätzen lassen. Diese veränderten Rahmenbedingungen haben uns mit Christine Lagarde zu einer Überprüfung unserer geldpolitischen Strategie veranlasst. Sie erlaubt uns, Abstand zu nehmen vom Tagesgeschäft und zu fragen, wie wir unser Mandat in Zukunft weiterhin erfüllen können.
Heute geht es darum, die Ideen der Zivilgesellschaft in diesen Prozess einzubinden. Das tun wir auch in Frankreich. Die Geldpolitik darf nicht nur die Sache der Spezialisten sein. Wir möchten zuhören, welche ökonomischen Sorgen Sie bewegen und welche Ziele aus Ihrer Sicht stärkere Beachtung finden sollten. Wir möchten auch verstehen, was Preisstabilität für Sie bedeutet und welche Erwartungen Sie an die Geldpolitik haben. Und wir möchten dadurch erfahren, wie wir als Eurosystem direkt und ohne Umwege mit der Zivilgesellschaft in Austausch treten können. Für die Organisation möchte ich mich herzlich bei den Gastgebern der Österreichischen Nationalbank und ihrem Gouverneur, meinem Kollegen Robert Holzmann, bedanken. Soweit also die Botschaft des französischen Notenbankgouverneurs, der in seinem Statement auch die aktuelle Covid-Krise anspricht und von weiteren neuen wirtschaftlichen Unsicherheiten spricht. Und da sind wir schon mittendrin bei unserem nächsten großen Thema, der Konjunktur. Aktuell erleben wir die größte Wirtschaftskrise in der Zweiten Republik. Laut der Nationalbank lag das BIP im dritten Quartal 4,5% unter dem Vorjahr und laut den jüngsten Prognosen des Internationalen Währungsfonds wird die Wirtschaft in Österreich heuer um 6,7% schrumpfen, vorausgesetzt es gibt keinen zweiten Lockdown und das ist momentan ja mehr als fraglich. Das stellt uns alle, aber freilich auch die Notenbanken vor große Herausforderungen und ich darf jetzt wieder Sie im Forum bitten, Ihre Hand zu heben, elektronisch aufzuzeigen, wenn Sie sich zum Thema Konjunktur melden wollen. Und ich sehe die Hand von Herrn Alexander Burz vom Dachverband der Sozialversicherung. Bitte, Herr Burz, bitte um Ihre Stellungnahme. Ja, guten Morgen und herzlichen Dank auch für die Einladung von meiner Seite und den Grüß Gott an alle Teilnehmer und auch an die Zuschauer hier aus dem, wenn man das so bezeichnen will, Leveraged Owner-Occupied Housing. Vorweg vielleicht, die Leistungen der Sozialversicherung sind natürlich aufgrund der Größe unseres Systems extrem von den konjunkturellen Entwicklungen abhängig. Auf der anderen Seite im Gegenzug auch wieder ein erheblicher Faktor für die Konjunktur. Naturgemäß, wenn man sich das Volumen anschaut, wir reden von den vorläufigen Gebarungszahlen 2019, von einem Volumen von 67 Milliarden Euro, von dem ungefähr 83% unmittelbar auf den SV beiträgen und die logischerweise unmittelbar wieder abhängig sind von der Konjunktur, der Beschäftigungslage am Arbeitsmarkt etc. Jetzt durch die Pandemie sind diverse Prognosen für uns alle schwierig. Was sich vielleicht für uns doppelt schwierig darstellt, ist, dass wir einerseits die Einnahmeseite noch schwer prognostizieren können, die Konjunkturprognosen zum Teil auch wieder auf Beobachtungen auch unseres Sektors natürlich beruhen. Und da muss man, glaube ich, aufpassen. Ich habe dafür keine Lösung, aber das ist eine Frage auch vielleicht an die Notenbanken bzw. die ÖNB hier, wie wir es schaffen können, aus einem Risiko eines Zirkelschlusses herauszukommen, dass wir wirklich einerseits für die Wirtschaftsforschungsinstitute bei ihrer Prognostizierung der Konjunktur, die ja, wie gesagt, immer wieder logischerweise auch unsere Ist-Zahlen schauen, echt in einen Zirkelschluss reinkommen. Ich will jetzt sozusagen den Sektor der Sozialversicherung nicht überbewerten. Es gibt natürlich wesentliche andere Faktoren auch, aber wie gesagt, wir haben schon sicher eine kritische Größe auch. Vielleicht ein Blick auch noch auf die Ausgabenseite, logischerweise. Wir haben vorher im Blog über die Inflation gesprochen. Wenn man sich vorstellt, unsere Geldleistungen sind de facto unmittelbar von der Inflation abhängig. Wir haben veränderliche Werte in der Sozialversicherung. Wir sind mit dem Anpassungsfaktor direkt am gesetzlich dann festgelegten Anpassungsfaktor, sprich am Inflationswert. Da haben wir auch keine Gestaltungsmöglichkeit. Als Pflichtversicherung haben wir natürlich auch Pflichtleistungen. Das heißt, wir können auch nirgends, also zumindest nicht im großen Stil, über Einschränkung von Leistungen oder irgendwelche Veränderungen in dem Angebotsportfolio reagieren, sondern wir sind ja aufgrund dieses Pflichtcharakters hier auch sehr stabil in der Versorgungslage.
Und auch bei den Sachleistungen logischerweise spielt die Inflation bei jeder Verhandlung mit den Vertragspartnern der Sozialversicherung eine wesentliche Rolle. Das ist jetzt schwer natürlich festzumachen, aber wenn man sich das Gesamtleistungsvolumen der Versicherungsleistungen anschaut, gibt es ganz wenige, die eben nicht unmittelbar, auch schon von der gesetzlichen Modalität her, eine, beziehungsweise auch auf der Verhandlungsmodalität her, eine Inflationsabhängigkeit haben. Also man muss davon ausgehen, dass um die 95-96% wirklich eine unmittelbare sozusagen Abhängigkeit von der jeweiligen Inflationsentwicklung, beziehungsweise auch hier wieder von der Prognose der jeweiligen Inflationsentwicklung abhängen. Also wie gesagt, mein vielleicht als Input, das waren jetzt ein paar Zahlen, aber als Input, der uns wirklich interessiert, noch als Frage, wie können wir die Messprobleme bzw. die Zuverlässigkeit der Prognosen, IHS, Michael Reiter hat es auch erwähnt, hier möglichst aus einer self-fulfilling prophecy, wenn man so möchte, aus einer Betrachtung innerhalb Österreichs zumindest herausnehmen und hier auch für uns als verlässliche Planungsgröße anbieten. Danke. Vielen Dank, Herr Dr. Burz. Ich sehe zwei gehobene Hände. Einerseits Frau Magistra Gatterbauer von AMS und Georg Niedermüll-Bichler von der Mietervereinigung. Ich möchte mit Ihnen beginnen, Frau Magistra Gatterbauer. Die Covid-Krise, die schlägt natürlich am Arbeitsmarkt voll durch. Ich bitte Sie um Ihre Stellungnahme. Sehr schönen guten Morgen auch von meiner Seite und herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich möchte die konjunkturelle Entwicklung aus arbeitsmarktpolitischer Sicht hier kurz skizzieren. Aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie hat sich im März am österreichischen Arbeitsmarkt innerhalb weniger Tage ein völlig verändertes Bild hier gezeigt. Die Zahl der registrierten Arbeitslosen stieg von Mitte März bis Mitte April drastisch um plus 223.105 im Vergleich zum Vorjahr an und erreichte dann Mitte April mit ca. 534.000 arbeitslosen Personen einen historischen Höchststand. Ab dem Zeitpunkt entwickelte sich dann die Arbeitslosigkeit wieder rückläufig und beträgt Ende September rund 347.000 und das sind um ca. 75.000 Personen, arbeitslose Personen mehr als im September 2019. Durch den Einsatz des Instruments der Corona-Kurzarbeit konnten tausende Jobs gerettet werden und eine noch deutlich höhere Arbeitslosigkeit verhindert werden. Das war jetzt mal ein kurzer Überblick auf die aktuelle Arbeitsmarktsituation. Welche Trends sind jetzt am Arbeitsmarkt zu erwarten? Laut den aktuellen Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute wird für das Jahr 2020 ein Rückgang des Wirtschaftswachstums in einer Bandbreite von ca. minus 6,7 bis 9% prognostiziert. Im Jahr 2021 wird ein Rebound-Effekt des Wirtschaftswachstums in einer Bandbreite von ca. plus 4,5 bis plus 5,5% erwartet. Was bedeutet das jetzt für die Entwicklung der Arbeitslosigkeit? Für die Entwicklung der Arbeitslosigkeit bedeutet dies eben einen Anstieg im Jahr 2020 zwischen plus 102.000 und 110.000 arbeitslosen Personen mehr gegenüber dem Vorjahr. Und im Jahresdurchschnitt 2021 wird sich die Zahl der Arbeitslosen im Ausmaß zwischen minus 38.000 und minus 14.500 wieder rückläufig entwickeln. Somit wird im Jahr 2021 eine Entlastung des Arbeitsmarktes erwartet, auch wenn das Vorkrisenniveau nicht erreicht werden wird. Das heißt, der Kampf gegen die Covid-19-bedingte Arbeitslosigkeit wird somit Österreich noch die nächsten Jahre beschäftigen. Die Vorredner haben das ja auch schon angesprochen, welche Risiken, welche Herausforderungen werden für in dem Fall für die Beurteilung des Arbeitsmarktgeschehens gesehen. Zum einen neue Containment-Maßnahmen der Bundesregierung zur Verringerung steigender Infektionszahlen. Das können regionale Maßnahmen sein, zeitlich gesetzte Maßnahmen bis hin zu einem etwaigen zweiten Lockdown oder einem differenzierten Lockdown. Internationale Reisewarnungen für Österreich, die für den am stärksten von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie betroffenen Tourismus eine zusätzliche Belastung darstellen. Dann eine deutliche Dynamisierung des Insolvenzgeschehens im Jahr 2021 nach Auslaufen der von der Bundesregierung gesetzten Maßnahmen, zum einen die Stundung der Sozialversicherungsbeiträge sowie das Ende der Insolvenzantragspflichtsperre.
und natürlich grundsätzlich das Auslaufen sämtlicher Covid-19-Maßnahmen der Bundesregierung, beispielsweise die Fixkostenzuschüsse, Kurzarbeit etc. Und unabhängig, also welches Szenario am Arbeitsmarkt eintritt, also selbst im Fall einer optimistischeren Entwicklung, wird sich das Risiko von bestimmten Personengruppen wie Langzeitbeschäftigungslose, geringqualifizierte Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen am Arbeitsmarkt verschärfen. Und hier gilt es eben, das gesamte Instrumentarium des AMS, insbesondere Qualifizierungsmaßnahmen, wie beispielsweise die Corona-Arbeitsstiftung zur Bekämpfung der arbeitsmarktpolitischen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie einzusetzen. Vielen Dank. Vielen Dank für diesen Input. Ich darf weitergeben an den Präsidenten der Mietervereinigung, Herr Niedermühlbichler, bitte schön um Ihre Stellungnahme. Ja, einen schönen guten Vormittag auch von meiner Seite. Ich möchte aus der Erfahrung der Mietervereinigung in den letzten Monaten berichten. Wir sehen, dass wir im Bereich der Privatmieter nicht großartig zunehmende Probleme haben. Was aber immer mehr an uns herangetragen wird, sind die Probleme von Geschäftsraummietern und Geschäftsleuten. Wir sehen immer stärker, dass hier die Zahlung der Mieten schwer bis nicht mehr möglich ist. Und wenn in der Vergangenheit es immer wieder Aussagen gegeben hat, dass das ja auch eine natürliche Bereinigung bedeutet, die schon längst überfällig ist, so möchte ich diese Aussage jetzt nicht per se kritisieren, weil sie dort und da sicher stimmt. Unternehmen, die in guten Zeiten über ihre Verhältnisse gelebt haben, beziehungsweise ihr mit den Einnahmen nicht das Auslangen gefunden haben, werden jetzt auch die Probleme haben, beziehungsweise das vielleicht schneller, wobei durch die Maßnahmen der Bundesregierung das Ganze sich vielleicht sogar noch hinausschiebt. Wir sehen ja, dass die Insolvenzen zurückgehen und wahrscheinlich erst, wie die Kollegin von AMS auch gesagt hat, nächstes Jahr zu. Es gibt aber viele Klein- und Mittelunternehmen, Geschäfte, Gastronomiebetriebe, die in guten Zeiten ganz gut gewirtschaftet haben, in guten Zeiten sehr gut über die Runden gekommen sind, immer ihre Zahlungen leisten konnten, viele Beschäftigte hatten, die aber, wie der Vizekönner gemeint hat, nicht die Möglichkeit hatten, in guten Zeiten viel anzusparen, sondern eben aufgrund der Herausforderung mit den Einnahmen gut über die Runden gekommen sind, aber nicht viel ansparen. Und die haben jetzt ein riesiges Problem und werden auch in Zukunft ein großes Problem. Wir wissen aber, dass die Klein- und Mittelbetriebe das Rückgrat gerade der österreichischen Wirtschaft sind. Und ich glaube, dass Zahlungsaufschub alleine zu wenig sein wird. Denn wenn diese Pandemie vorbei ist und diese Krise hinter uns liegt, dann müssen wir den Klein- und Mittelunternehmen, die ja das wirtschaftliche Rückgrat sind, die Möglichkeit geben, nicht nur weiter bestehen zu können, sondern auch weiter investieren zu können. Und da wäre es aus meiner Sicht ganz wichtig, nicht nur seitens der Bundesregierung, sondern auch seitens vielleicht der Nationalbank und der EZB, Maßnahmen zu setzen, um kleinen und mittleren Betrieben die Möglichkeit zu geben, aus dieser Krise auch wieder schneller herauszukommen, sich nicht zu fokussieren, rein auf die Finanzwirtschaft, nicht sich zu konzentrieren auf die großen Unternehmen, die sich da vielleicht leichter tun, sondern hier die Möglichkeit zu geben, rascher wieder in die Gänge zu kommen. Basel III ist hier ein Punkt. Wie können wir hier auch jenen, die eben am Ende dieser Krise nicht über viele Eigenmittel verfügen, auch die Möglichkeit geben, Kredite zu bekommen, in die Zukunft zu investieren. Denn wir wissen, dass viele Beschäftigte gerade in diesem Bereich tätig sind. Und wenn uns dieser Bereich wegbricht, bedeutet das natürlich, dass wir wirtschaftlich auch als Österreich nicht auf die Beine kommen können. Noch dazu möchte ich mir nicht ausmalen, wie die Städte ausschauen, wenn diese kleinen Geschäfte, kleine Gastronomiebetriebe werden und wir dann leere Bladen sein. Das ist ganz wichtig, jetzt zu überlegen, wie können wir nicht nur jetzt durch Zahlungsaufschub den kleinen und mittleren Betrieben unter die Arme greifen, sondern
auch in Zukunft, wie können wir gewährleisten, dass Klein- und Mittelbetriebe die Möglichkeit haben, auch nach dieser Krise zu investieren. Das ist ganz wichtig. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Präsident. Diese Krise bringt also viel Unsicherheit auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich möchte jetzt weitergehen zu Herrn Tüchler vom Österreichischen Gewerkschaftsbund. Herr Tüchler, bitte, the floor is yours. Dankeschön. Dankeschön auch für die Einladung. Ich werde mich sehr kurz halten. Ich hatte die große Ehre, bereits beim EWR-Vertrag und natürlich beim Beitrittsverhandlungen, Beitrittsvertrag und in weiterer Folge beim Zustandekommen der Wirtschafts- und Währungsunion doch sehr aktiv für die Spitzenleute bei uns im Haus mitarbeiten zu dürfen. Und das möchte ich auch voranstellen. Entschuldigen Sie bitte. Denn im Gegensatz zur amerikanischen Notenbank, wo der Arbeitsmarkt eine große Rolle spielt, aktuell sozusagen eine noch größere Rolle als vielleicht in den vergangenen 2 bis 2,5 Dekaden, ist es in Europa nicht gelungen, den Arbeitsmarkt bzw. die Frage der Löhne, und bei den Löhnen ist es sozusagen doppelt indirekt, muss man das sozusagen in Rechnung stellen, dass sie hier eine gewisse Berücksichtigung finden, aber nicht im Interesse der Gewerkschaften oder der Beschäftigten. Also was ich voranstellen möchte, ist, aus der Sicht der Gewerkschaften, und das waren massive Auseinandersetzungen, hat das Gefüge der Wirtschafts- und Währungsunion und letztlich damit sozusagen der Zentralbank einen Systemdefekt. Ich sage es ganz platt, weil eben der Arbeitsmarkt und die Löhne, und das ist die Hälfte der Nachfrage sozusagen gesamtwirtschaftlich, de facto entweder limitiert ist oder bei den Indikatoren, die maßgeblich waren und für neue Mitglieder im Währungsraum im Gemeinsamen bestimmend sind, ist der Arbeitsmarkt de facto draußen. Das ist ein aus meiner Sicht ganz wichtiger Punkt. Und das vor dem Hintergrund, dass ja die österreichische Lohnpolitik bis jetzt eigentlich nicht eine ist, die jetzt zu übertriebener Inflation sozusagen beigetragen hat, sondern es ist ja eigentlich das Gegenteil. Wir nennen das sozusagen produktivitätsorientierte Lohnpolitik. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben eine sehr fragile Konjunktur aus sehr unterschiedlichen Gründen. Und in Wahrheit ist es so, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, die Prognosen sind eigentlich unter Vorbehalt gemacht worden. Nämlich das Ganze, die sind zwar leicht verbessert, aber das gilt nur unter bestimmten Umständen, die wahrscheinlich jetzt nicht eintreffen werden, weil wir das ja heute oder morgen hören werden. Vor dem Hintergrund, wie hat sozusagen das begonnen, muss man sagen, eigentlich erst schon seit 2018, 2019, das heißt, das ist ein globaler Konflikt, der die Konjunkturschwäche, die europäische und damit auch die österreichische, weil wir ja sehr stark von der europäischen Konjunktur abhängig sind, ist ein globaler Konflikt. Wir haben einen technologischen Bruch oder Umbruch oder eine Transformation, wenn man es freundlich sagt, in den wichtigsten europäischen Industrien, bei denen die österreichischen Industriebetriebe hochspezialisierte Zulieferer sind. Ja, und ich würde jetzt nicht sagen, die Umweltpolitik ist ein Blödsinn, das meine ich nicht. Aber die Frage ist sozusagen, ob die Politik das so leiten und administrieren kann, diese Transformation, wie es eigentlich aus der technologischen und aus der ökonomischen Sicht der ganz großen Betriebe, von denen wir abhängig sind im Wohlstand, ob das so gut gelingen kann unter den Umständen, unter denen wir sozusagen derzeit leben. Und jetzt sage ich dazu, zu diesen Dingen hat der ÖGB bereits mit Beginn der Pandemie sehr konstruktiv sozusagen sich eingebracht. Wir haben in weiterer Folge, wir haben ein 15-Punkte-Programm. Ich kann einbremsen, wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen und um es nicht... Können Sie mir 3 Sätze sagen? Drei Sätze, bitte ganz kurz. Wir haben ein 15-Punkte-Programm der Regierung übermittelt,
Das können Sie bei uns bestellen. Und wir haben die Maßnahmen auf der europäischen Ebene, um die Pandemie und die Konjunktur sozusagen ein bisschen in den Griff zu bekommen, unterstützt. Und zwar sowohl der Zentralbank als auch dann diese Hilfsprogramme von der Europäischen Kommission bzw. die der Rat beschlossen hat. Die Frage ist, wie das umgesetzt wird, wo unsere Interessen auch dabei sind. Ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank für diese Stellungnahme. Damit es nicht so viel wird, möchte ich diese Fragen, diese Diskussion jetzt einmal zusammenfassen und an Gouverneur Holzmann übergeben. Die zentrale Frage, die zentrale Botschaft, die mitgeschwungen ist, wie schaffen wir es aus dieser Krise? Herr Holzmann, bitte. Danke, nein, es ist jetzt, wir sind jetzt, glaube ich, im Kernpunkt, was die Österreicher bewegt. Wir kommen wieder heraus. Punkt Nummer eins, ich glaube, die Sorge, die wir jetzt derzeit haben, ist der zweite Lockdown. Kommt es wieder zu einem solchen Einbruch, wie es im Frühjahr hatten? Ich glaube, was jetzt europaweit versucht wird, ist, den Lockdown so gering wie möglich zu halten. Und wenn er stattfindet, dann stärker die soziale Komponente, die damit verbunden ist, wie die Krankheit verbreitet wird, zu treffen, aber die ökonomische Komponente so weit wie möglich unberührt zu lassen. Betrifft die Frage, sollen die Schulen offen bleiben? Ja. Betrifft die Frage, sollen die meisten Geschäfte offen bleiben? Ja. Aber was versucht wird, ist die Übertragungsmöglichkeiten, die wir leider bisher gesehen haben, auf der privaten Seite zu verringern. Und hier hoffen, dass die soziale Verantwortung in diesem Bereich steigt. Das ist, glaube ich, auf der ökonomischen Seite, was versucht wird, um zu erreichen, dass ein zweiter Lockdown, eine zweite Welle nicht zu einem totalen Einbruch führt. Zweiter Punkt, und das ist in der Diskussion sehr schön herausgekommen, ist dann die Frage, welche Instrumente können hier eingesetzt werden, worauf muss man schauen, nicht? Und ich glaube, hier hat Österreich wie Konzert mit den anderen Ländern versucht, eine erste Phase zu versuchen, die Geschäfte, Betriebe zu halten, um sie, wenn man so will, über die Krise zu bringen. Wir haben begonnen, sind jetzt wieder ein bisschen außerhalb des Gleichgewichts, die zweite Phase des Wiederaufbaus, der hoffentlich dann im Frühjahr gelingen wird, mit dem Erreichen auch von entsprechenden gesundheitlichen Maßnahmen zu haben. Aber die dritte Phase, und das wurde auch angesprochen von verschiedenen Stimmen jetzt, ist, wie können wir erreichen, dass in der dritten Phase Raum geschaffen wird für neue Unternehmen, für neue Produktionen, für neue Aktivitäten. Und hier, und vollkommen richtig, wird es nicht nur getan sein, dass man versucht, weitere Kredite anzubieten. Das wird wesentlich sein. Aber wie ist es möglich, neues Finanzvermögen zu bringen, um Investitionen und neue Betriebe zu gestalten? Das ist etwas, wo wir uns sehr, sehr intensiver mit den österreichischen Finanzmarktinstitutionen und mit der Regierung austauschen, um das zu erreichen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, dann die Frage, wie spielt die Sozialversicherung herein? Nun, und ich glaube, die Sozialversicherung, deren Defizit in einer Krise ist nicht die Hauptsorge, glaube ich, der Wirtschaftspolitik. Denn hier kommt das zu tragen, der automatische Stabilisator, wenn durch die Krise mehr Ausgaben notwendig sind und die Einnahmen sinken, das Defizit steigt. Das ist der automatische Stabilisator, der das Gesamte dann auch helfen sollte, ein krisenunterstützend, beziehungsweise aufschwungunterstützend aufzutreten. Und ich beschließe mit einer letzten Frage, die vom Vertreter des ÖGB da gesagt wurde. Ja, Arbeitslosigkeit war und ist ein wichtiger Punkt. Es wurde in der Damen-Diskussion festgelegt, dass die Arbeitslosigkeit der Arbeitsmarkt uns bei immer im Kopf sein soll, aber das als Ziel Größe nicht zu nehmen im Vergleich zum FED, weil einfach im jetzigen Moment Europa noch zu heterogen ist, um das zu erreichen. Was aber gemacht wird und auch in der jetzigen Situation, dass eben dezentral Geld zur Verfügung gestellt wird und das Programm, wie das gemacht wird,
Das Schur-Programm hat gerade jetzt letzte Woche begonnen, erstmalig 100 Milliarden aufzunehmen, um Arbeitslosigkeit in den einzelnen Ländern dezentral zu unterstützen. Das heißt, hier wurde das Gesamte schon in einer starken Weise auf europäischer Seite angegangen. Vielen Dank. Herr Vizegouverneur Haber, bitte. Ja, Herr Niedermühl-Bichler, ich möchte gleich bei Ihnen einhaken, nachhaken, mich aber generell für all diese Inputs bedanken, weil gerade diese Diskussion hat jetzt gezeigt, wie wichtig es ist, über den Tellerrand hinauszuschauen und eben auch als Zentralbank andere Politikfelder mit im Auge zu behalten. Wenngleich man auch natürlich, und das hat ja Gouverneur Holzmann auch gerade sehr, für mich sehr deutlich gesagt, es sehr wichtig ist, dass auch jeder seine Kernaufgaben und das, was er leisten kann, im Fokus behält und wir nicht alle beginnen, jetzt in allen Feldern gemeinsam und gegeneinander zu optimieren. Also ich glaube, das ist auch eine wichtige Lehre, die ich rausziehe. Was wir als ÖNB schon sehr stark verfolgen, ist die Frage der Komplementarität von Eigenmittelausstattung bei Unternehmen einerseits und andererseits bei dem, was an Fremdkapital aufgenommen werden kann. Und vielleicht, weil ich da möglicherweise ein Missverständnis produziert habe, als ich von den Puffern gesprochen habe, habe ich ja nicht die Realwirtschaft primär gemeint, sondern die Kreditinstitute. Und da hat sich gezeigt, es war sehr wichtig, dass man eben risikoadäquate Kapitalvorsorgen schafft. Und das bedeutet auch, dass wenn wir uns damit beschäftigen, was soll der Finanzmarkt, was sollen die Kreditinstitute leisten, glaube ich, darauf und auch die Geldpolitik darauf achten müssen, dass generell Liquidität verfügbar sein muss. Die Instrumente der EZB leisten das auch in großem Ausmaß und sehr unkonventionell derzeit. Es muss aber auch möglich sein, dass das Ganze ankommt. Und ich glaube, was ich da sehr stark mitnehme und das bekräftigt uns sehr stark auch in unserem Weg, ist, es geht auch darum, kluge Instrumente für Eigenmittelaufbau in der Realwirtschaft zu entwickeln, damit diese Eigenmittel dann wieder eine Basis sind, um zusätzliche Fremdmittel aufnehmen zu können. Weil die Corona-Krise auch dazu führt, dass eben Eigenkapitaldecken in den Unternehmen dünner werden und Kreditvergabe von Finanzinstitutionen kann ja auch nur auf einer gewissen Mindestausstattung und einem Mindestmaß an Eigenfinanzierungspotenzial und an Eigenkapitalausstattung passieren. Also danke für diese Inputs. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, Eigenmittel bereitzustellen, um dann auch die Geldmittel, die Liquidität, die monetären Instrumente auch wirksam werden lassen zu können. Vielen Dank, meine Herren. Ich merke, wir sind tatsächlich sozusagen ein bisschen im Kern vielleicht dieser Diskussion angelangt. Die Covid-Krise betrifft uns alle. Ich möchte deswegen noch kurz zwei Stellungnahmen zulassen, um dieses Thema noch weiter zu vertiefen. Ich sehe, Herr Thomas Uhl vom WIFO hat die Hand gehoben. Herr Uhl, bitte ganz kurz allerdings um Ihre Stellungnahme. Ja, vielen Dank für die Einladung auch von meiner Seite. Ich möchte einen Schwerpunkt legen in meinem Statement darauf, dass wir uns jetzt schon fast 15 Jahre in einem Krisenmodus befinden. Wir hatten zuerst die Finanzmarktkrise, sind dann in die Staatsschuldenkrise gestolpert. Könnten Sie uns auch die Kamera einschalten? Das wäre sehr hilfreich für uns. Ich habe auf meinem Gerät keine Kamera. Tut mir leid, Entschuldigung. Dann werden wir Ihnen kurz und konzentriert zuhören. Ja, und befinden uns jetzt in der Covid-19-Krise und ich glaube, wir haben diesen permanenten Krisenmodus eigentlich ganz gut bewerkstelligt. Für mich im Zentrum der nächsten Monate wird stehen, dass wir die Liquidität in den Unternehmen erhalten. Wir haben das versucht mit kurzfristigen Maßnahmen, Liquiditätsstützung, Kurzarbeit, Aussetzung der Insolvenzanträge. Es wird jetzt darum gehen, dass wir vermehrt in verlorene Zuschüsse uns umstellen und wahrscheinlich von Seiten der ÖNB auch tatsächlich dieses Abbauen des Buffers einfordern, der in der bereits angekündigt wurde vom Vizegouverneur Haber. Für die Kreditwirtschaft hat es eben den Nachteil, dass wir bald einmal ausfallende Kredite sehen werden. Und da ist es extrem wichtig, dass wir den Puffer abbauen können. Eine Frage, die sich mir aufgedrängt hat, noch zum Abschluss, wie die Position der ÖNB in Bezug auf die steuerliche Bevorzugung von Fremdkapital ist. Ich denke, das ist ein Thema, das auch von Seiten der ÖNB angegangen werden könnte oder zumindest aufgeworfen werden kann in der Diskussion.
Und vielleicht noch eine kurze Reaktion auf das Statement von Herrn Burz bezüglich der Prognose in Österreich. Die österreichische Konjunktur ist sehr stark abhängig von Außenhandel, von der Investitionstätigkeit und von der, vom Kauf langfristiger Konsumgüter. Und das sind eher hier die Indikatoren, die wir bei der Prognose berücksichtigen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Uhlen. Da war jetzt ganz konkret eine Frage dabei, die ich gleich weiterreichen möchte an Gouverneur Holzmann. Bitte schön. Danke vielmals für die Frage, Uhl. Danke für die Ermunterung, das zu tun. Wir sind in sehr intensiver Diskussion mit den Beteiligten aus dem Finanzbereich, Ministerium, was man in Fragen der Bevorzugung des Fremdkapitals gegenüber dem Eigenkapital tun kann. Ob man beide gleichstellt, in welcher Weise, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ist etwas, wie Sie wissen, nicht ganz einfach ist, aber es ist sehr hoch auf unserer Prioritätenanalyse. Danke vielmals. Vielen Dank. Noch eine kurze Wortmeldung geht sich aus zu unserem Blog Konjunktur. Und zwar bitte ich Herrn Eberhardinger von der Wirtschaftskammer Österreich um seine Stellungnahme. Bitte schön, für ganz kurz haben wir Zeit. Bitte. Ja, vielen Dank. Können Sie mich hören? Wir können Sie hören, aber nicht sehen. Ja, aber nicht sehen. Ich habe gehört, wenn man keine Kamera eingeschaltet hat, muss man sich besonders kurz fassen. Daher darf ich, möchte ich wirklich unterstreichen, das Thema Eigenkapital. Es ist klar, dass die Krise zu einem Aufbrauchen des Eigenkapitals bei Unternehmen führt. Wir wollen daher ganz besonders unterstreichen, wie wichtig es ist, eigenkapitalstärkende Maßnahmen zu setzen. Hier muss man wirklich die Kapitalversorgung der Unternehmen so gut als möglich gestalten. Und einige Maßnahmen sind ja schon genannt. Es gibt Maßnahmen steuerlicher Natur, wie etwa eine fiktive Eigenkapitalverzinsung, die die Diskriminierung des Eigenkapitals abbaut und reduziert, oder Beteiligungsfreibeträge oder auch Eigenkapital-KMU-Fonds, die eben privates Kapital für die Unternehmen mobilisieren können. Ich glaube, man braucht hier ein Bündel von Maßnahmen, um eben das Recovery dann zu ermöglichen und aber auch um eine Insolvenzwelle abzumildern. Das sind, glaube ich, ganz wesentliche Punkte, die ich jetzt an dieser Stelle einbringen will. Und vielen Dank. Vielen Dank, Herr Eberhardinger. Wir könnten wahrscheinlich den ganzen Tag damit verbringen, um über diese Krise zu diskutieren, Auswege zu suchen. Ich möchte diese Runde jetzt abschließen und zwar mit einer Botschaft des deutschen Bundesbankpräsidenten Jens Weidmann. Film bitte ab. Lieber Robert, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde in Österreich. Seit mehr als 21 Jahren gestaltet die österreichische Nationalbank mit der Bundesbank, der EZB und den anderen Notenbanken im Eurosystem die Geldpolitik für unsere gemeinsame Währung. Und das mit Erfolg. Zusammen haben wir das Gründungsversprechen stabiler Preise für die Menschen im Euroraum eingelöst. Zum Erfolgsrezept gehört das solide Fundament, auf dem alle Notenbanken des Eurosystems stehen. Sie sind klar auf Preisstabilität ausgerichtet und unabhängig. Wie wichtig beide Prinzipien sind, hat die ÖNB in ihrer langen Geschichte immer wieder bewiesen. Sie hatte viele Herausforderungen zu meistern und Krisen zu bestehen. Die heutigen gemeinsamen Werte des Eurosystems lebt die ÖNB schon seit über 200 Jahren. Zurzeit sind wir mit der schwersten Wirtschaftskrise konfrontiert, die die meisten von uns je erlebt haben. In der gegenwärtigen Situation ist vor allem die Fiskalpolitik gefordert, denn sie muss die Menschen und Unternehmen in diesen schweren Zeiten direkt unterstützen. Doch auch die Geldpolitik leistet einen wichtigen Beitrag. Sie ist gefordert, sofern die Preisstabilität gefährdet ist. Bei der Bewältigung der Krise dürfen wir die langfristigen Herausforderungen nicht aus den Augen verlieren. Das Eurosystem muss auch in Zukunft Preisstabilität bestmöglich sichern. Deshalb überprüft das Eurosystem derzeit seine geldpolitische Strategie. Dabei geht es darum, aus unseren Erfahrungen die richtigen Lehren zu ziehen. Aus den vergangenen Jahren niedriger Inflation und niedriger Zinsen, ebenso wie aus der globalen Finanzkrise. Wir werden auch diskutieren, wie längerfristige Entwicklungen unsere Aufgaben beeinflussen, insbesondere der Klimawandel
und auch die Digitalisierung. Mit dem heutigen Listening-Event zur Strategieüberprüfung, ein Format, das wir in allen Euro-Ländern veranstalten, verstärken wir unseren Dialog mit der Öffentlichkeit. Wir möchten Ihre Ideen und Anliegen hören, bevor wir Entscheidungen über unsere zukünftige Strategie treffen. Eine gute Richtschnur für unsere Strategiediskussionen verdanken wir außerdem der ÖNB selbst. Ihr damaliger Mitarbeiter Robert Kalina ersann nämlich das Design für unsere Euro-Banknoten. Auf der Vorderseite verdeutlichen Tore und Fenster unsere Offenheit für neue Ideen und andere Meinungen. Auf der Rückseite stehen Brücken für die Verbindungen und den Austausch zwischen den Völkern in Europa. Diese Offenheit, Vielfalt und das Miteinander zeichnen uns Europäer aus. So gestalten wir gemeinsam unsere Zukunft. Ganz in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen anregenden Austausch. Alles Gute aus Frankfurt, herzliche Grüße. Soweit also der Blick von außen vom deutschen Bundesbankpräsidenten, der uns zu unserem nächsten Thema bringt, nämlich zu den Banken. Die Aufgabe der Notenbanken ist ja auch die Finanzmarktstabilität, die ist dann gegeben, wenn es zu keinen Störungen im Finanzsystem kommt, bei der Verteilung von Geld und von Krediten. Aber genau dieses System ist natürlich in dieser Covid-Krise extrem gefordert. Ich darf Sie jetzt wieder bitten, Ihre Hand zu heben, wenn Sie zu diesem Punkt etwas sagen wollen. Ich werfe einen Blick auf meinen Computer, habe hier einige gehobene Hände. Ich möchte bitte beginnen mit Herrn Dr. Franz Rudorfer, Geschäftsführer der Sparte Banken und Versicherungen in der Wirtschaftskammer. Herr Dr. Rudorfer, bitteschön. Vielen Dank, Herr Gouverneur, Herr Vizegouverneur, Herr Hartl. Ich freue mich für die Banken- und Versicherungssparte in diesen Dialog eintreten zu dürfen, möchte dieses Format auch ganz dick unterstreichen, das Lob für dieses Format. Zur Geldpolitik, die Sie, Herr Gouverneur, am Anfang genannt haben, nur einen Satz. Die EZB ist wohl der Liquiditätsbrunnen, aus dem ganz Europa jetzt trinkt. Ansonsten gibt es da viel Berufenere, die zu diesem Thema etwas sagen können. Über all den Themen, die Sie in diesem Vormittag gestellt haben, steht jetzt dick Covid drüber, vielleicht noch dicker, als wir alle begonnen haben, uns vorzubereiten. Das ist Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Bargeldversorgung. Und ich wollte am Montag noch, als ich mir ein paar Gedanken gemacht habe, sehr positiv beginnen und sagen, also ich bleibe noch immer dabei, dass wir in einer großen Herausforderung stehen und nicht in einer Krise. Diese Woche hat mich in dieser Richtung viel nachdenklicher gemacht. Das gebe ich zu und daher möchte ich mindestens gleichberechtigt, wie kommen wir wieder heraus, wie das die zwei Gastgeber gesagt haben, wie kommen wir hier wieder heraus, in den Vordergrund stellen. Trotzdem möchte ich nicht ganz über Bord werfen. Wir brauchen einen Real Change, um das Potenzial, das diese Herausforderung bietet, auch nutzen zu können. Einen Boost sozusagen, um auch an diesen Giganten links und rechts oder west und östlich von Europa wieder gleich oder vorbeiziehen zu können. Das Gute ist, noch einmal auch der Vizegouverneur Haber, wir haben keine Finanzkrise, wir haben ein stabiles Bankwesen hier in Europa, in Österreich und das ist, glaube ich, schon der Stoff, aus dem Zukunft gemacht werden kann. Ein positiver Punkt und den möchte ich voranstellen, die Digitalisierung und Bargeldversorgung dann überspringen und zur Liquidität und so weiter kommen. Nachhaltigkeit, hier ist der Real Change da. Europa kann hier und hat die Nase vorn in vielen Bereichen. Die ÖNB ist hier ein Treiber, das Netzwerk der Nationalbanken global. Da möchte ich einen Appell abgeben. Bitte dieses Pflänzchen Nachhaltigkeit nicht mit Bürokratie, mit zu viel Granularität, nämlich im Bereich des Finanzsektors, vertrocknen lassen.
ja, wir brauchen hier Harmonisierung, aber bei der Taxonomie und Offenlegung müssen wir bitte die Kirchen im Dorf lassen und sie lebbar und handhabbar machen. Wir haben einmal schon vor anderthalb Jahren eingebracht, das Greening Monetary Policy. Diese Diskussion hat sehr stark an Fahrt gewonnen. Hier gibt es auch Berufenere, die das angesprochen haben. Ein Thema zum Schluss dazu oder zwei. Der Green Supporting Factor, ich weiß, das freut Aufseher gar nicht, dieses Wort, aber bei der Energieeffizienz gibt es schon sehr viel Evidenz, dass Finanzierungen, dass Kredite in diesem Bereich, also eine bessere Risikogewichtung, eine günstigere verdienen können. Und bei Nachhaltigkeit liegt der Schlüssel, ein ganz großer Schlüssel, der den Kapitalmarkt, die Kapitalmarktunion aufsperren kann. So, jetzt, was müssen wir tun, um schnell herauszukommen? Hier wurde schon sehr viel angesprochen. Es freut mich, dass das Wort Basel 3 Plus nicht von mir kommen musste initial, sondern vom Herrn Niedermüllbichler. Ja, wir haben ein stabiles Finanzwesen. Wir haben seit Mitte März bis KW 40 57 Milliarden Kredite gegeben. Im Hochstand waren 30 Milliarden Stundungen draußen. Auch da hat Vizegouverneur Haber schon die aktuellen Daten genannt. Jetzt braucht es Eigenkapital. Ich sehe den Herrn Hartl schon ein bisschen ungeduldig werden, aber Eigenkapital, nämlich, das wurde auch schon viel angesprochen, Stundungen werden auslaufen, wann genau das immer sein wird. Ich glaube, das kann derzeit niemand wirklich sagen. Es gibt einen gesetzlichen Termin, mal sehen, was da wirklich kommt. Aber wir brauchen Eigenkapital für die Betriebe. Und Herr Niederbüchler, genau für die KMU haben wir vorgeschlagen, dass man hier rechtlich die Möglichkeiten schafft, dass institutionelle Investoren, dass die Österreicherinnen und Österreicher in diesen Aufschwung, der kommen wird und kommen muss, zu investieren. Das müssen wir vorantreiben und da weiß ich, uns und die Österreichische Nationalbank und das Finanzministerium, die Regierung, durchaus im Boot. Eines noch zum Abschluss. Wir haben jetzt eine vollkommen neue Situation und da möchte ich schon die Europäische Bankenaufsichtsbehörde kritisieren, Ende September den Forbearance-Schutz für Stundungen aufzuheben. Das ist 4 Wochen her, wenn Sie da nachblättern, finde ich für einen gravierenden Fehler. Ich glaube, dass in Europa da massiv nachgedacht werden muss, den wiederherzustellen. Wir werden mit den Stundungen nicht ganz so schnell fertig werden, als das manche geglaubt haben. Und bei Basel 3 Plus, die Banken dürfen heimlich sagen Basel 4, möchte ich nur sagen, auch 2023 ist sicher nicht der richtige Zeitpunkt unter jetzigen Gegebenheiten, um so etwas umzusetzen, wo mehr Eigenkapital verlangt wird, gerade für Immobilienfinanzierungen, für Beteiligungen an Unternehmen. Also auch hier ein Appell an die globalen Aufseher, bitte nochmal nachdenken. Und ich bedanke mich besonders, dass mir die Nationalbank und auch Sie, alle anderen Teilnehmer, so geduldig dazu gehört haben. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Dr. Rohdorfer. Ich möchte jetzt Herrn Clemens Mitterlehner von der Schuldnerberatung mit in diese Diskussion holen. Herr Mitterlehner, bitte. Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin Clemens Mitterlehner, ich bin der Geschäftsführer der Dachorganisation der Schuldnerberatungen. Wir sind ja stets mit Menschen konfrontiert, die leider nur eins im Überfluss haben, nämlich Schulden. Diese Schulden rühren meistens aus verschiedenen Brüchen in der Lebensbiografie her, Arbeitslosigkeit, Scheidung, Krankheit, Todesfall, gescheiterte selbstständige Tätigkeit. Gerade jetzt in der Krise sehen wir das ja sehr stark. Leider liegt oft auch der Umgang mit Geld, wie wir es in unserer Statistik bezeichnen, zugrunde. Einige der Ratsuchenden haben es einfach nicht besser gekonnt, nicht besser gelernt oder nicht besser gewusst. Dieser Umgang mit Geld will gelernt sein und wir sind da schon ganz nah an einem Thema, das auch der Nationalbank ja ein sehr wichtiges Anliegen ist, nämlich der Erhalt des Bargelds selbst. Dass sozusagen unser Bargeld ein Hauptzahlungsmittel bleibt. Es ist eine Grundlage für das Verstehen und für den guten Umgang mit Geld, dass Kinder
am besten schon im frühen Volksschulalter angemessen mit dem Thema Geld konfrontiert sind. Und das funktioniert nun mal nicht mit Plastikgeld, sondern mit kleinen Bargeldbeträgen. Unvermeidbare Fehler und Fehlentscheidungen sollten möglichst früh gemacht werden. Frei nach dem Motto, besser die 2 Euro Taschengeld unvernünftig verprasst, als später das erste eigene Einkommen. Seit jeher ist Finanzbildung den Schuldenberatungen ein großes Anliegen. Wir sind ja auch von Beginn an aktives Mitglied beim Roundtable Finanzbildung in der Nationalbank. Wir nehmen dabei die Basisfinanzbildung in den Fokus. Unser Ziel ist es, dass junge Menschen ein eigenständiges und eigenverantwortliches Geldleben führen können und schließlich langfristig finanzielle Probleme ausbleiben. Das ist unser wirksamer Beitrag im Kampf gegen Überschuldung und im Kampf gegen Armut und im Besonderen gegen Kinderarmut. Schließlich noch ein paar Worte zur aktuellen Lage hinsichtlich Schulden und Corona. Wir erleben ja derzeit die paradoxe Situation, dass wir einen Insolvenzrückgang trotz schwerer Wirtschaftskrise haben. Gründe dafür sind, wie schon genannt, sicherlich die weiterhin laufenden Kreditstundungen, Moratorien und auch die veränderten Insolvenzantragsregeln. Alle Expertinnen, Wirtschaftsforscher, die Finanzmarktaufsicht und auch wir gehen aber davon aus, dass wir derzeit eine Insolvenzwelle vor uns herschieben. Diese wird über uns hereinbrechen, sobald Kredite fällig werden und auch im Bereich der Firmeninsolvenzen wieder die üblichen Abläufe und Fristen gelten. Wenn schon in normalen Zeiten 30% unserer Klientinnen und Klienten wegen Einkommensverschlechterung und weitere 22% wegen einer gescheiterten selbstständigen Tätigkeit zu uns kommen, kann man ungefähr ahnen, was da auf uns zukommt. Wir wissen aus unseren Zahlen, dass über viele Jahre hinweg immer ein relativ gleichbleibender Anteil der arbeitslosen Personen dann schließlich auch zur Schuldenberatung kommt. Das heißt, hohe Arbeitslosigkeit wirkt sich direkt auf den Andrang in der Schuldnerberatung aus. Und das WIFO sagt uns ja vor allem eine hohe Rate an langzeitarbeitsloser Menschen voraus. Wir wissen auch aus Zahlen des WIFO, dass bis zu 46% der Einpersonen bzw. Kleinstunternehmen Förderfälle des Härtefallfonds sind. Auch das sind potenziell Klientinnen und Klienten der Schuldnerberatung. Wir müssen uns also auf eine sehr intensive Zeit gefasst machen und es bleibt zu hoffen, dass hier bald Maßnahmen kommen, um das bewältigen zu können. Die derzeitigen Kapazitäten in den Schuldnerberatungen, und das betone ich auch extra, auch in der Justiz, werden wohl nicht ausreichen, um den Insolvenzanfall, wie man so schön sagt, zeitgerecht bewältigen zu können. Vielen Dank. Herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich muss mich ein bisschen an die 3-Minuten-Regel erinnern. Versuchen Sie, Ihre Statements ein bisschen kürzer zu halten. Ich darf jetzt aber trotzdem von der Schuldenberatung übergeben zum Interessensverband für Anleger. Herr Beckermann, bitte um Ihre Stellungnahme. So, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Das Format erinnert mich sehr an einige österreichische Hauptversammlungen, die ja am hiesigen Kapitalmarkt aktuell in dieser Form stattfinden. Und ich finde es sehr gut, dass die ÖNB sich da auch drauf einlässt und mit uns dieses Format teilt. Aus Anlegersicht sind natürlich schon einige Themen angesprochen worden, die interessant sind und natürlich sehr, sehr wichtig waren vorweg. Inflationsthema hatten wir kurz besprochen. Also für den Anleger ist bei Nullzinsen die Inflation dann auch nicht so interessant, weil es wird ihm ja auch nichts weggefressen durch die Inflation. Also war das jetzt jedenfalls für die Anleger in den letzten Jahren egal. Sie hatten ja den Kapitalmarkt mit positivem Ausgang in den letzten 10 Jahren, zumindest im großen Teil. Was aber natürlich ein gewisses Bildungsniveau impliziert, um sich dort zu engagieren. Das vorweggeschickt. Herr Haber, ich teile Ihre Aussage insofern nicht unbedingt, dass die Auswirkungen von Covid-19 auf die Finanzindustrie auszuschließen sind. Also das wäre, glaube ich, nicht richtig, das so langfristig zu sehen. Wir stehen, wie die Kollegen auch richtig sagen, vor einem deutlichen Impact auf die Finanzindustrie. Wir sehen jetzt schon, Loan-to-Cost, Loan-to-Value geht auf. Also es wird immer mehr Eigenkapital verlangt. Der Zinsspread ist schon nach der ersten
Corona-Krise in Anführungszeichen heraufgegangen. Und hier wird auch die Finanzindustrie spätestens beim Fälligstellen davon betroffen sein. Das kann man gar nicht verhehlen. Der Bullet Point hier ist Banken. Und da würde ich auch gern zwei, drei Themen kurz zu anreißen. Also aus unserer Sicht ist es natürlich so, dass die österreichischen Banken eine gute Kapitalausstattung haben. Das haben sie in den letzten Jahren gut angelegt. Allerdings empfinden auch wir natürlich die Regulierungen etwas unverhältnismäßig. Ja, also wir haben schon relativ viel Geschäft abgedreht. Viele Themen sind in die IT verlagert worden. Also man hat mehr mit Computern zu tun als mit Menschen, was natürlich auch den Beratungsteil etwas minimiert. Und viele Anleger brauchen halt noch weiterhin Beratung. Was mich zum nächsten Punkt bringt, Ihnen obliegt ja auch die Bankenkontrolle. Und da haben wir ja in Österreich leider in den letzten Monaten keine besonders gute Erfahrung gemacht. Vielleicht wäre eine Anregung von unserer Seite, die Bankenkontrolle effektiver zu gestalten. Ich will da jetzt keine Namen nennen, aber Sie wissen, glaube ich, oder wir wissen alle, wovon ich spreche. Die Frage auch, wir entsenden ja Staatskommissäre dahin. Was tun die da? Ja, für ihr Geld? Ist das wirklich effektiv organisiert? Dazu. Es wäre natürlich sinnvoll, wenn es um die Eigenkapitalausstattung geht, wo ich beim nächsten Punkt bin, der jetzt hier auch mehrfach angesprochen worden ist, den Banken zu ermöglichen, etwas mehr Geschäftstätigkeit entfalten zu können. Womit ich bei meinem letzten Punkt wäre, Immobilien, weil das hier auch einige Leute angesprochen haben. Dieser Spread zwischen dem Gehaltsniveau und den Immobilienpreisen, der ist halt da. Und wir werden ja sehen in Zukunft, wenn sich die Gehälter weiter nach oben entwickeln, ja, das ist jetzt nicht ernst zu nehmen, meine Aussage, dann werden wir auch hier in definitive Probleme in der Immobilienindustrie kommen, weil die Gehälter halt einfach nicht in der Form mitziehen. Und dann haben wir das Problem auch im Finanzsektor. Danke. Vielen Dank, Herr Beckermann, weil zuvor auch die Rede war von der Finanzbildung, vom Erhalt des Bargelds, möchte ich jetzt noch Frau Universitätsprofessorin Dr. Fuhrmann vom Institut für Wirtschaftspädagogik an der WU einladen, an dieser Diskussion teilzunehmen. Frau Dr. Fuhrmann, bitte. Herzlichen Dank, auch herzlichen Dank für die Einladung, an dieser Veranstaltung teilnehmen zu dürfen. Das, was ich gern sagen möchte, hätte auch schon den Bereichen Inflation und Konjunktur sehr gut gepasst, aber hier ist jetzt ein besonders guter Anknüpfungspunkt, um meine Botschaft sozusagen anzubringen. Es hat ja der Herr Mitterlehner von der Schuldnerberatung schon erwähnt, wie wichtig es ist, im Umgang mit Geld den Menschen unter die Arme zu greifen, die Finanzbildung zu fördern. Ich möchte das auch noch mal unterstreichen und möchte es noch über den Umgang mit Geld hinausführen. Natürlich einerseits ist es wichtig, dass der Umgang mit Geld gelernt wird. Und ich sehe hier auch eine ganz wichtige Rolle des Bargelds, die wir jetzt im Übrigen auch in einer kleinen Untersuchung mit Kindern und Jugendlichen in Österreich und in Schweden im direkten Vergleich untersuchen, auch mit dankenswerter Unterstützung der Österreichischen Nationalbank. Finanzbildung ist aber auch noch mehr als der tägliche Umgang mit Geld. Und wenn ich zuerst gehört habe, es soll die Eigenkapitalausstattung von Unternehmen gefördert werden, dann denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man der Bevölkerung auch erklärt, was Eigenkapital eigentlich ist. Und ich muss dazu auch sagen, ich sehe es ja, wenn wir das versuchen, an der Universität zu vermitteln, Eigenkapital ist keine sehr leicht fassbare Größe. Viele stellen sich da Geld in einer Schublade vor, aber diese Vorstellung ist ja nicht korrekt. Das heißt, man müsste aus meiner Sicht in der Bevölkerung über die Finanzbildung hinaus für ganz wesentliche wirtschaftliche Begriffe ein Verständnis schaffen. Und da gehört Eigenkapital natürlich dazu. Das Verständnis, die Bedeutung von Eigenkapital für Unternehmen, ja, weil viele haben ja alltagssprachlich den Eindruck, wenn einer viel hat, dann ist er reich. Aber die Frage stellt sich ja, wie hat er das, was er hat, finanziert? Und diese Seite bedenken ja die meisten nicht mehr.
Aber das gleiche Verständnisproblem sehe ich eben zum Beispiel auch im Bereich der Inflation oder der Konjunktur, die wir ja auch heute schon besprochen haben. Auch hier ist das Alltagsverständnis oft nicht ausreichend, um zum Beispiel auch wirtschaftspolitische Maßnahmen verstehen zu können. Die Krise legt jetzt sehr viele Zusammenhänge offen, die die Menschen vorher nicht wahrgenommen haben. Aber wenn sie jetzt erkennen, woran der eigene Job eigentlich hängt, und dass es eben für Sie einen Unterschied macht, wie gut andere Unternehmen wirtschaften, nicht nur das Unternehmen, für das Sie selbst arbeiten, dann sehen wir, dass hier tatsächlich sehr viel Verständnis notwendig wäre, damit auch Maßnahmen mitgetragen werden können und damit dann der Aufschwung, auf den wir jetzt hoffen, dann auch wirklich gut unterstützt wird dadurch, dass die Menschen verstehen, was passiert und wie sie auch da aktiv daran mitwirken können. Das ist für mich eine ganz wichtige Botschaft. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Fuhrmann. Wirtschaft erklären, Verständnis erzeugen war also der Grundtenor dieser Aussage. Versuchen wir es hier, Herr Professor Haber. Da war jetzt ein bunter Strauß dabei bei den Banken. Von Erhalt des Bargelds war die Rede. Wir brauchen einen Big Change, einen Real Change bis hin zur Bankenaufsicht. Ich bitte Sie in aller Kürze um die Antwort zu diesen Fragen. Danke, das versuche ich gerne, wenngleich man über diese Themen natürlich stundenlang miteinander sprechen könnte. Aber auch da danke für diesen Input. Herr Mitterlehner, Frau Fuhrmann, was ich bei Ihnen mitnehme, ist, dass wir bei der Finanzbildung tatsächlich am richtigen Weg sind. Da kann sich Herr Gouverneur Holzmann noch sehr viel dazu sagen, was wir tun. Was für mich jetzt ein wichtiges Takeaway ist, da geht es nicht nur um komplexere Sachverhalte, sondern da geht es durchaus auch um die Frage, was ist Geld überhaupt? Bin ich reich, wenn viel Geld im Umlauf ist, oder sind wir als Volkswirtschaft dann vermögend oder haben ein hohes Einkommen, wenn die Menschen in den Unternehmen Güter und Dienstleistungen produzieren, und wie hängt das zusammen? Also ich glaube, das sind ganz wichtige Themen, die ich mitnehme. Vielleicht etwas konkreter zu dem, was Herr Rudorfer gesagt hat. Ja, also ich denke, da ist wichtig zu wissen, Kreditinstitute, die Finanzwirtschaft, das sind Finanzintermediäre, wie wir sagen, nicht? Und das ist schon wieder so ein wichtiges Finanzbildungsthema. Das heißt ja auch, sie nehmen Einlagen von Kunden und Kundinnen entgegen und vergeben sie weiter in Form von Finanzierungen und Krediten. Und deswegen ist mir sehr wichtig, dass alle Instrumente, die dort geschnürt werden, auch risikoadäquat sind. Nicht? Weil es ja darum geht, das ist ja nicht das Geld, das von den Banken kommt, das ist das Geld von den Anlegerinnen und Anlegern. Und da müssen eben entsprechende Standards auch in schwierigen Zeiten eingehalten werden, damit nicht in Zukunft dann Schwierigkeiten entstehen. Damit heißt also auch Greening, stehen wir dazu, da haben wir auch noch einen Blog, wo wir darüber diskutieren. Wichtig ist, dass die Risikoadäquanz, also die Angemessenheit, dann gewahrt ist. Und wenn grüne Investments nachhaltiger sind, dann verdienen die auch eine entsprechende Behandlung mit entsprechend geringerer Unterlegung aufgrund des Risikos. Wenn man es nur darauf aufhängt, ob etwas jetzt von der Kategorie her irgendwo gelabelt ist als green oder nicht, dann greift das wahrscheinlich noch nicht weit genug, weder in der ökologischen Stoßrichtung noch in der ökonomischen Stoßrichtung. Ich stimme auch überein, dass man Regelwerke wie zum Beispiel Basel 3 Plus, die Änderungen vorsehen, erst dann wirklich konsequent umsetzen und zu Ende denken kann, wenn man weiß, wie die Welt ausschaut, die sich in den letzten Monaten ja doch ein bisschen geändert hat. Also ich glaube, zuerst muss man wissen, wie entwickelt sich das System, und dann muss man die endgültige Justierung der Regulierung des Systems vornehmen, wobei ich auch kein Hehl daraus mache. Ich glaube, wir sind sehr stark reguliert bei vielen Dingen. Da kann man sicher auch das ein oder andere Augenmaß noch walten lassen und Regulierung schlagkräftiger sogar machen, indem sie da und dort eine gewisse Komplexität auch einmal rausnimmt. Und damit bin ich bei dem, Herr Beckermann, was Sie gesagt haben. Ich glaube, Sie haben das perfekt auf den Punkt gebracht, die Quadratur des Kreises, die wir erzielen müssen. Nicht? Sie haben, also vielleicht nur, um ein Missverständnis aufzuklären, ich habe nicht gesagt, die Finanzindustrie hat keine Schwierigkeiten zu erwarten, sondern sie ist stabil aufgestellt, hat eine gute Ausgangslage. Wir müssen aber darauf aufpassen, die Schwierigkeiten dort, die Ausfälle, die Auswirkungen, die kommen in den nächsten ein, zwei Jahren, die spüren wir dann. Also wir dürfen dort sicher nicht überfordern und müssen aufpassen. Und Sie haben zu Recht gesagt, einerseits, ein Satz war, wir müssen sicherstellen, dass Kreditvergabe
Finanzierungsprozesse möglich sind und gut funktionieren. Gleichzeitig haben Sie zu Recht auf Risiken hingewiesen und auf auch die Notwendigkeit, dass eben Vorsicht waltet, dass es nicht dazu kommt, dass einzelne Kreditinstitute überfordert werden. Ja, und das ist das, was wir eben als Balanceakt versuchen hinzubekommen und wo wir auch in dieser Diskussion sehr viel Augenmerk drauf legen. Weil Sie einen konkreten Fall, ohne ihn konkret zu nennen, angesprochen haben. Ich glaube, da muss man sagen, es geht in solchen Fällen wie in dem konkreten um Kriminalfälle, um Betrug. Und wo wir auch aufpassen müssen, ist, dass wir nicht dann dort die Regulierung anziehen und damit Kreditvergaben und Aktivitäten der Kreditinstitute unmöglich machen, gleichzeitig aber dafür sorgen, dass jeder im System zumindest seine Aufgabe korrekt erfüllt und das System hier auch auf mögliche Optimierungen noch weiterhin untersuchen. Herr Gouverneur Holzmann, die Frage der betroffenen Bank, worüber jetzt wir nicht mehr eingehen wollen. Das werden Gerichte erklären und entscheiden müssen. Aber was wir heute schon besprechen können, ist etwa das Thema Finanzbildung. Wo sieht denn die ÖNB da ihre Rolle? Die ÖNB sieht eine sehr große Rolle darin, denn ohne Finanzbildung ist es schwer, effiziente Finanzmärkte zu haben. Und effiziente Finanzmärkte sind ein wesentlicher Teil für unseren Wohlstand. Ohne solche Märkte zu haben, wird es uns nicht gelingen, die Zukunft bewältigen zu können. Und das führt dann zur Frage, was ist so Finanzbildung, wo beginnt sie? Und hier möchte ich die Gelegenheit benutzen, das Gesamte auf sehr einfache Dinge runterzubrechen, die, wenn man so will, die Grundlage der Finanzbildung ist. Und die größte Grundlage beginnt mit dem sehr einfachen Frage, die ich immer stelle, wenn ich in einer Gruppe bin, und die Antwort ist meistens etwas überraschend auf die Frage an Sie. Nicht, die Finanzbildung beginnt mit der Kontrolle der Ausgaben. Wenn du deine Ausgaben nicht kontrollierst, dann kannst du gewissermaßen nicht ansparen, dann kannst du nicht weiteres tun. Zweite Frage ist, lebe innerhalb deiner Einnahmen. Wir haben ja auch aus anderen Bereichen gehört, man kann Krisen bewältigen, wenn man ein bisschen vorgespart hat. Das führt zum dritten Punkt. Denk an die Zukunft. Denk daran, dass Schocks auftreten können und für die müsst du bewappnet sein, als Bank oder auch in dem Individuum. Und der vierte Punkt ist, weiß, wo du dir guten Rat holst. Und wenn man diese Dinge berücksichtigt, nicht in der Finanzbildung, und das macht, wenn man so will, von der Volksschule herauf bis zum Pensionisten, ist es sehr gut und sehr wichtig. Denn sonst ist auch nicht ein zweiter Punkt möglich. Es wurde sehr viel über das Eigenkapital geredet, Verwendung von Eigenkapital im wirtschaftlichen Prozess. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, aber das setzt voraus, dass die Anbieter von Eigenkapital wissen über die Instrumente, die am Markt sind, was sie machen können, was sie nicht machen können, was sie nicht machen sollen. Und auf der anderen Seite auch über die Nachfrage. Und hier herrscht etwa auf der Ebene der Klein- und Mittelbetriebe auch sehr hoher Nachholbedarf. Erst wenn das ungefähr funktioniert, wird es uns möglich sein, einen solchen Eigenkapitalmarkt zu generieren, der von enormer Bedeutung ist, um als Teil des Finanzmarktes neben den Banken, mit den Banken bestehen zu können. Vielen Dank, Herr Gouverneur. Jetzt haben wir schon sehr viel gehört in diesen letzten Stunden über Konjunktur, Inflation und auch die Banken. Aber ein Thema, das uns langfristig natürlich erhalten bleiben wird und uns wahrscheinlich mehr beschäftigen wird als aktuell die Covid-Krise, ist der Klimawandel. Zur Einstimmung auf das nächste und letzte Thema hören wir bitte ein Statement von Frank Ellison. Er ist das neue Mitglied im Board der Europäischen Zentralbank. Here I am in a forest near my hometown of Alkmaar in the north of the Netherlands. A place of great value and beauty, and I come here as often as I can. A little further south, several devastating forest fires have been raging over the past weeks. The fires were caused by a long drought, at least by Dutch standards. The Peel Natural Reserve was hit particularly badly. In fact, it was the largest fire on the record in the Netherlands. The fire destroyed 80% of the nature reserve's 1,000 hectares.
Now, the destruction of 800 hectares may not seem like much on a global scale, but for a small country such as ours, it is a big loss. In our densely populated area, it is just too close to home. It left a deep impression on me. Now, firsthand, we can see what is happening around the globe. And I don't need to remind you, we all know what is happening in Australia. We all know what happened in California. In the extraordinary and challenging times of Corona, the first priority, of course, must be to deal with the acute health crisis. But also economic questions must be addressed. How are we going to deal with them? How are we going to recover? This is not just a question for governments. It's not just an academic question. It is a question that is crucial for central banks and supervisors as well. The days are gone that central banks didn't know how to spell the word sustainability. The days are gone that supervisors didn't know what the Sustainable Development Goals were. The days are behind us that the climate crisis was never discussed in the corridors of central banks. This is certainly true for the Dutch Central Bank, and it is also true for the NGFS, the Network of Central Banks and Supervisors for the Greening of the Financial Sector that I chair. Central banks from emerging and developed economies, central banks from five continents. If we want to comply with the Paris Agreement, and we must, if we want to timely transition to a zero emission economy, and we must, if we want to achieve the Sustainable Development Goals, and we must, then the financial sector has a vital role to play. By providing loans to their clients, by investing funds that have been entrusted to them, financial firms wield leverage on the real economy. And we, on our turn, we central banks and supervisors, will leverage over the financial sector. So this double leverage is incredibly powerful. It's an incredible, powerful force that can and must be used to achieve the Paris goals, to achieve the Sustainable Development Goals, to save the planet. Now, of course, we are not the WWF. We are central banks and supervisors, and we must at all times remain within the strict limits of our legal mandate. Powerful courts check whether we do. But climate-related risks are a source of financial risk, and dealing with financial risk is very much within our mandate. Therefore, the way financial firms deal with climate change and the climate change-related risk is very much within our mandate. And it is not just about climate, it is also about biodiversity loss, because also biodiversity loss is a source of financial risk. So therefore, the way financial firms manage the biodiversity loss-related risk is also very much within our mandate. So no, we are not the WWF. We are central banks and supervisors. But just like you, we are profoundly concerned about climate change. Just like you, we are profoundly concerned about the loss of biodiversity. Not because we have suddenly strayed away from our legal mandate, but to the contrary, because we stay very much within it. Die Tage, an denen die EZB nicht wusste, wie man Nachhaltigkeit buchstabiert, die sind vorbei, sagt Elderson, erfordert, die Klimakrise muss in der EZB diskutiert werden. Und tatsächlich, gerade in Sachen Klimawandel hat sich seit der letzten Strategieüberprüfung der EZB im Jahr 2003 wohl einiges getan. Die Klimakrise, die beschäftigt uns schon lange und wird uns wahrscheinlich noch länger beschäftigen. Es geht nicht zuletzt um die Zukunft unserer Kinder. Deswegen möchte ich jetzt auch das Wort erteilen an Martin Wolf, verzeihen Sie, genau, Herr Martin Wolf vom Verband der Verband der Elternvertreter. Bitte schön, Herr Wolf. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch guten Vormittag auch von mir. Wir sind im Präsidium des Bundeselternverbandes. Es ist ein zeitlich limitiertes Ehrenamt. Wir sind sieben Leute und dort alles Leute aus Wirtschaft, Gesundheit, aus der ganzen Gesellschaft, die sich damit beschäftigt, wie die Jugend
den Übergang schafft aus der Schule in die Wirtschaft, aus der Schule in das echte, wenn man es sagen kann, echte Leben. Dabei beschäftigen wir uns und gehen den Weg her, dass wir uns mit den Hoffnungen der Jugend beschäftigen und anschauen, was sind die Bedürfnisse, die bei der Jugend derzeit sehr stark ausgeprägt sind, die bei der Jugend vorherrschen und vergleichen das dann in der Schnittstelle als Elternverband auch mit den Ängsten und Sorgen, die die Eltern derzeit haben und probieren über diesen Übergang Verständnis, verstehen lernen, was die Jugend will, Lösungen zu erarbeiten. Wenn man das anschaut, dann muss man vielleicht sagen oder einordnen für den Governor Holzmann, wir sind in der Phase 3. Also wir beschäftigen uns mit der Phase 3 im Sinne, was sind denn die Lösungen, die auf uns zukommen und wer setzt sie um, unsere Jugend primär, die sie umsetzt. Und wir beschäftigen uns mit Bedürfnissen und Verständnis. Und da ist das ganz zentrale Thema Wohlstand. Der französische Governor hat gesagt, der Euro ist eine Erfolgsgeschichte für Frieden und Wohlstand. Das stimmt, das kann ich komplett unterstreichen oder unterstreichen wir, aber wir müssen auch bedenken, dass Wohlstand für die Jugend ganz was anderes bedeutet als Wohlstand für uns. Ich bin jetzt über 50, also ich gehöre schon in die zweite Hälfte. Also für uns war Wohlstand ganz was anderes als für die Jugend, Punkt 1. Punkt 2, wir müssen auch erkennen, dass die Jugend nicht mehr so ist wie mir, zwar auf der Bedürfnisebene. Wir wollen denken, wir wollen fühlen und wir wollen handeln. In unserer Gesellschaft oder in unserem Alter eher noch das Denken sehr stark nach vorne, auch in der Bildung sehr stark immer auf Denken orientiert. In der Jugend, wenn man das anschaut, das Denken ist wichtig. Ich muss Wissen haben, Wissen kann ich mir aber auch beschaffen. Vielmehr geht es um, was spüre ich zwischen uns, was fühle ich zwischen uns und dann, wie kann ich handeln. Das heißt, wir haben eine Situation, dass wir die Jugend primär die Banken gar nicht mehr so ernst nimmt oder die ganzen Finanzregulationen gar nicht mehr so ernst nimmt, weil sie sagt, okay, wir können alles gemeinsam erreichen, wenn wir miteinander was machen. Und diesen Wandel, diese Veränderung in der Definition des Wohlstands, wenn man den mal versteht und wenn man auch versteht, dass es viel mehr darum geht, dass die Jugend hergeht und sagt, lasst uns handeln und wenn ihr uns nicht handeln lasst, dann nehmen wir alle Social Medias und wir finden die Gruppe und handeln, Friday for Futures als bestes Beispiel, dann passiert ganz viel Veränderung. Und das wäre mir ganz wichtig, dass wir das auch einmal genauer anschauen. Nicht nur Nachhaltigkeit ist wichtig, nicht nur Klimawandel ist wichtig, sondern noch viel wichtiger für mich das Verständnis, dass wir eine neue Art der Wohlstandsgesellschaft gerade erleben und schaffen. Und auch Corona als letzter Punkt, auch Corona ein wunderbares Beispiel aus dem positiven Aspekt, Phase 3 bitte. Ich rede über Phase 3 nicht, wo wir jetzt gerade stehen. Aus Corona-Sicht, auch bei ganz vielen Eltern erleben wir, dass sie die Corona-Zeit wahrgenommen haben, dass ganz andere Werte wichtiger sind, als wie das, was wir die letzten Jahre geglaubt haben. Vielen Dank und noch weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, Herr Wolf. Sie haben gesagt, lasst die Jugend handeln. Die Jugendlichen, die gehandelt haben, die waren oftmals bei der Bewegung Fridays for Future mit dabei. Uns zugeschaltet ist jetzt Herr Hiss von eben Fridays for Future. Herr Hiss, bitte. Ach, jetzt passt mein Mikro. Vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin jetzt anderthalb Jahre mit Fridays for Future auf die Straße gegangen, während Corona natürlich auch ein paar digitale Aktionen, um der Gesundheit der Menschen ansprechend zu handeln. Und ich möchte nochmal hervorheben, warum wir eigentlich auf die Straße gehen und uns lautstark äußern. Und zwar, weil wir immer noch auf dem Pfad sind, dass unsere Welt sich um 3 bis 4 Grad erwärmt und nicht, wie angestrebt 2015 von sämtlichen Staaten, beschlossen eben nur um 1,5 Grad. Und deswegen ist auch hervorzuheben, welchen Klimaschutz wir eigentlich meinen, wenn wir immer davon reden, wir machen Klimaschutz oder wir streben Klimaschutz an, weil es ist wirklich ein Unterschied, ob ich einen 2 Grad Klimaschutz anstrebe oder mich dafür einsetze, dass die Erderwärmung bei 1,5 Grad bleibt. Und im Pariser Klimaabkommen, das eben 2015 verhandelt wurde, steht auch drin, im Artikel 2c, dass die Staaten sich dazu verpflichtet haben, die Finanzströme übereinstimmen zu machen mit niedrigen Treibhausgaspfaden. Und dazu würden wir eben auch die Österreichische Nationalbank zählen,
dass sie hier aktiv ist und progressiv noch wird. Und um es auch noch hervorzuheben, im Laufe der menschlichen Zivilisation, also in den vergangenen 20.000 Jahren, war die Erderwärmung noch nie höher, also die globale Temperatur war noch nie höher als 1 Grad. Und wir sind mittlerweile bei 1,2 Grad. Das heißt, wir schießen gerade quasi massiv drüber hinaus, über einen Bereich, den wir vorher noch nie so erlebt haben, der uns quasi zu dem Wohlstand gebracht hat, wo wir jetzt sind, wo wir sesshaft geworden sind und wo wir uns entwickelt haben. Und es ist verdammt wichtig, eben bei dieser 1,5 Grad Erderwärmung zu bleiben, weil wir damit das Risiko sehr, sehr senken, gefährliche Klimakipppunkte nicht auszulösen, wie das Auftauchen zum Beispiel des Permafrostboden in der Arktis. Und davor waren Wissenschaftlerinnen wirklich wöchentlich in sämtlichen Studien im internationalen Bereich. Und auch für die Gesellschaft ist es das optimalste Ziel, das 1,5 Grad Ziel einzuhalten. Es ist sozusagen das friedlichste Ziel. Und für die Wirtschaft ist es auch das, was mit den geringsten Folgekosten verbunden ist. Und deswegen würden wir auch hier die Finanzwelt wirklich eindringlich dazu aufrufen, aktiver zu werden. Und sie wird ja auch als Social Tipping Point anerkannt, wie der niederländische Gouverneur es auch bestätigt hat, dass sie einen erheblichen Hebel hat, wenn sie nachhaltig agiert, dass sie die Transformation hin zu einer klimaneutralen Welt massiv beschleunigen kann. Und auch wie der niederländische Gouverneur fragen wir uns, was muss eigentlich noch alles brennen? Letztes Jahr Australien, jetzt Kalifornien und eben auch Amazonas, darauf wird manchmal zu wenig Gewicht gelegt, wo es eigentlich noch anders brennt, damit wirklich alle Institutionen das tun, was in ihrer Macht steht. Und hier kommen jetzt auch 2, 3 Fragen von uns, die uns wirklich interessieren. Die Nationalbanken sind eben an Preisstabilität interessiert. Und wenn fossile Unternehmen, Kohle, Öl, Gaskonzerne, die Kredite zum Beispiel später nicht mehr zurückzahlen können, dann sitzen ja sozusagen die Banken auf faulen Krediten. Und das müsste sich ja auch eben auf die Preisstabilität auswirken, auf lange Sicht. Und da wollten wir fragen, ob die österreichische Nationalbank es unterstützt, dass die EZB zum Beispiel keine Anleihen mehr von fossilen Konzernen aufkauft. Und eine 2. Frage wäre, ob die, also Banken geben ja Sicherheiten an die EZB weiter, wenn sie Kredite beantragen. Und ob hier sozusagen Anleihen aus fossilen Unternehmen geringer bewertet werden, weil sie eben ein höheres Risiko haben. Also ja, für meine saloppe Sprache, vielleicht, ich komme nicht aus dem Finanzbereich, ich bin eigentlich in der Neurobiologie unterwegs. Genau, vielen Dank. Herzlichen Dank. Ich möchte an dieser Stelle Herrn Krupitzer vom ÖMTC in die Runde holen. Herr Krupitzer, Sie werden vielleicht manches anders sehen als Ihr Vorredner. Ich bitte Sie um Ihre Stellungnahme. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier was dazu zu sagen. Ich sehe es gar nicht so anders, speziell aus meinem persönlichen Antrieb heraus. Aber das Thema Klimawandel ist natürlich das zweite große Thema unserer Zeit. Und der ÖMTC sieht natürlich auch den Individualverkehr als unumstritten einen Beitragsbringer zur Erreichung der Klimaziele. Das ist völlig klar. Wir denken hier schon sehr, sehr lange auch weiter. Wir haben vor 3 Jahren beispielsweise ein Elektro-Moped-Sharing installiert. Wir bauen die 50. Fahrrad-Self-Service-Station und wir haben gerade ein E-Ladeprodukt auf den Markt gebracht, das kilowattstundenmäßig abrechnet. Also das heißt, es ist uns ganz, ganz wichtig, hier unseren Mitgliedern auch den Zugang zur Elektromobilität zu erleichtern. Wir haben auch unlängst eine Ökonomikerstudie, also mit dem Wirtschaftsforschungsinstitut Helmenstein, veröffentlicht, ganz interessant. Und hier kommt heraus, wenn man die Ziele ernst nimmt, die wir uns im Umweltschutz gesetzt haben, was bedeutet das eigentlich für den Individualverkehr, das heißt für uns alle? Und hier muss man ganz offen sagen, vermissen wir schon ein bisschen die Ehrlichkeit auch der Politik. Weil die Frage, was eine 50-prozentige Zielerreichung für den Konsumenten bedeutet, eigentlich nicht beantwortet wird. Wir haben das gemeinsam mit der Ökonomiker analysiert und haben die Folgekosten dieser verschärften CO2-Einsparungsziele bewertet. Und da kommen ganz interessante Ergebnisse heraus, die, glaube ich, besser und transparenter kommuniziert werden
müssen. Es ist nämlich so, dass die Haushalte insgesamt von 21 bis 2030, also bis zur Zielerreichung, von Mehrkosten von 49 Milliarden Euro belastet werden. Davon kommen rund 36 Milliarden Euro alleine aus zusätzlichen Steuern und Abgaben. Welche Steuern sind das? Das kommt ja aus dem Sachstandsbericht Mobilität vom Umweltbundesamt des letzten Jahres heraus. Also das werden einerseits eine substanzielle Erhöhung der Mineralölsteuer sein, der NOVA, der motorbezogenen Versicherungssteuer. Und ab 2025 wird ja ein PKW Road Pricing hier unterstellt. Noch dazu wird eine Annahme getroffen, dass ab 2030, also das ist gar nicht mehr so lang, nur noch Elektroautos zugelassen werden. Und eine weitere Annahme wurde gestellt, nämlich dass der PKW die Gesamtfahrleistung noch dazu stark sinken muss. Da brauchen wir aber einen Spritpreis von ca. 4 Euro, dass das passiert. Und alles das wurde angenommen, um die Ziele zu erreichen. Wenn man es jetzt herunterbricht, die Pendler werden da ganz stark betroffen sein. Das heißt, ein durchschnittlicher Autofahrer 2030 wird mit rund 1.500 Euro pro Jahr mehr Belastung rechnen können. Und wir glauben, dass sich das durch die ökosoziale Steuerreform, wie sie heute am Tisch liegt, und auch durch das langsame Tempo im Ausbau des öffentlichen Verkehrs hier nicht abgefangen werden kann. Wir haben ja hier Gespräche auch mit den politischen Vertretern geführt, also wir scheuen uns da gar nicht. Es ist nur leider festzustellen, dass die Ziele, man bekennt sich zwar zu den Zielen, aber die Erfüllung derselben wird als eigentlich nicht schaffbar erachtet. Und man traut sich aber nicht, diese restriktiven Maßnahmen, wie ich sie gerade beschrieben habe, eigentlich uns allen zu kommunizieren. Ein Fazit von meiner Seite wäre, Klimaziele natürlich ganz, ganz wichtig, aber bitte mit der nötigen Transparenz, auch damit die Konsumenten wissen, was ihr individueller Beitrag sein wird müssen, um die Klimaziele zu erreichen. Weil Mobilität darf keine Frage des Wohnortes und der finanziellen Möglichkeiten sein. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank dafür. Ich möchte noch ein, zwei Stellungnahmen mit in die Runde nehmen. Die nächste bitte von Michael Schwenninger vom Verkehrsclub Österreich. Herr Schwenninger, bitte. Guten Tag, herzlichen Dank für die Einladung auch von meiner Seite. Ich kann da gleich ein bisschen anknüpfen an das, was mein Vorredner gesagt hat. Ich arbeite beim VCÖ Mobilität mit Zukunft. Wir sind eine NGO, die sich für nachhaltige Mobilität einsetzt. Ich habe natürlich auch überlegt, welche Anknüpfungspunkte können wir sozusagen aus unserem Arbeitsbereich zu ÖNB finden. Ich möchte ganz kurz auf zwei Punkte eingehen. Der erste Punkt, wie gesagt, passt sehr gut zu meinem Vorredner, nämlich das Thema Preise und Kosten. Ein anderes Thema, was jetzt eben nicht direkt sozusagen die Konsumenten und Pendlerinnen und Pendler betrifft, ist das Thema externe Kosten, das beim Verkehrsbereich auch ein sehr wichtiges Thema ist. Das heißt zum Beispiel Klimaschäden, Luftverschmutzung, Unfallfolgen, Kosten, Lärmbelastung, alles Kosten, die teilweise eben nicht vom Verursacher bezahlt werden. Da gibt es Zahlen von der EU-Kommission, die die Gesamtkosten für die EU28 im Jahr auf 700 Milliarden Euro beziffert. Das sind knapp 5% des BIPs, das heißt ein sehr signifikanter Teil. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Instrumente, wie man diese externen Kosten internalisieren könnte. Eines, das viel diskutiert wird, gerade im Bereich Klimaschäden, ist das Thema CO2-Bepreisung. Und das wurde ja indirekt auch schon angesprochen. Da möchte ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Ich wollte nur darauf hinweisen, es gibt natürlich schon zahlreiche Länder, die dieses Instrument eingeführt haben, auch sehr erfolgreich eingeführt haben. In Österreich wird es diskutiert. Und jetzt ist mir natürlich klar, dass die ÖNB nicht sozusagen die Kompetenz hat, in dem Bereich was zu tun. Aber meine Frage würde in die Richtung gehen, ob es nicht auch eine wichtige Aufgabe wäre, sozusagen hier fundierte Wissensgrundlage zu schaffen, um politische Entscheidungen in dieser Hinsicht auch gut treffen zu können. Das wäre der eine Bereich. Und der andere Bereich würde sozusagen die ÖNB direkt als Arbeitgeber ansprechen. Das ist ein bisschen mehr konkret. Aber da die ÖNB und natürlich auch die EZB in Europa als öffentliche Einrichtungen ja auch wichtige Arbeitgeber sind, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, auch darauf ganz kurz hinzuweisen. Es ist nämlich so, dass Arbeitswege in Österreich sind der wichtigste Wegzweck an Wegtagen. Arbeitswege und Dienstwege verursachen rund 50% des Pkw-Verkehrs in Österreich an Werktagen. Und der Großteil der Arbeitswege wird mit dem Auto zurückgelegt. 60% ist natürlich nicht sehr klimaverträglich. Gleichzeitig sind die meisten Arbeitswege kürzer als 10
Kilometer. Und da gibt es natürlich jetzt sehr viele Unternehmen, die in dieser Hinsicht schon was tun. Stichwort betriebliches Mobilitätsmanagement, mit dem es gelingt, Arbeitswege auch sehr klimaverträglich zu gestalten. Und da wäre jetzt einfach meine Frage, ob sozusagen die ÖNB sich hier auch in der Verantwortung sieht, gerade als öffentliche Einrichtung auch eine Vorbildfunktion wahrzunehmen und sozusagen in dieser Hinsicht betriebliches Mobilitätsmanagement eine Strategie vorzulegen. Bin gespannt auf die Antworten und vielen Dank für die Möglichkeit, hier ein Statement abzugeben. Danke. Vielen Dank dafür. Jetzt bitte an der Reihe Herr Christian Böhm vom Pensionskassenverband. Herr Böhm, bitte. Ja, danke sehr für die Einladung. Ich darf hier für die Pensionskassen- und Vorsorgebranche in Österreich sprechen, die ja eine wirkliche Vorreiterrolle im Bereich nachhaltiger Veranlagung hat. Das gilt national, aber auch international. Ich glaube, dass wir hier einen Kreis schließen können, der zu den anderen Tagesordnungspunkten schon angesprochen wurde. Um diese Transition zu finanzieren, wird es wichtig und notwendig sein, dass entsprechendes Eigenkapital zur Verfügung steht. Und wir erleben einfach hier in Österreich, aber das gilt nicht nur für Österreich, sondern auch für Europa, dass wir einen Mangel an Eigenkapital haben, weil einfach die kapitalgedeckte Altersvorsorge weniger stark ausgeprägt ist. Ich denke, dass hier dieser Branche daher eine besondere Rolle zukommt. Der zweite Punkt, der mir hier jetzt auch wichtig ist anzusprechen, weil wir auch uns unterhalten müssen, wer nimmt in dieser Frage Nachhaltigkeit, und ich möchte den Begriff eben eher ausdehnen auf die SDGs und nicht nur rein auf den ökologischen Aspekt eingehen, wer in der Arbeitsteilung der verschiedenen Institutionen übernimmt welche Rolle. Und hier muss ich ein bisschen auch an das anschließen, was der Herr Rudorfer schon gesagt hat. Wir laufen natürlich schon Gefahr, dass wir manche Institutionen über ihren unmittelbaren Zweck hinaus in bestimmte Aufgaben hineintreiben und sich natürlich die Frage stellt, was ist die Aufgabe der EZB und was ist die Aufgabe der ÖNB? Und da geht es ja primär um das Thema Standard-Setting oder wer ist der Treiber für Investitionsentscheidungen. Und hier bin ich jemand, der aufgrund der Erfahrungen mit europäischer Gesetzgebung, europäischer Verordnung schon sehr, sehr warnen möchte, wenn es so sein sollte, dass die Aufseher quasi vorgeben, was jetzt das Sustainable sei oder nicht, dass das nicht der richtige Weg sein kann. Investitionsentscheidungen, die in die richtige Richtung führen werden, und Veranlager aller Pensionskassen sind solche, die wollen dort investiert sein, wo sie langfristig ein gutes Risiko-Ertragsverhältnis haben, dann sollen das Entscheidungen sein, die in den Unternehmungen getroffen werden und die nicht quasi via Aufseher reinkommen. Man darf hierbei auch nicht die Politik aus der Verantwortung entlassen. Die Politik hat die Rahmenbedingungen zu setzen, was zulässig ist jetzt im physischen Prozess. Also man konnte beispielsweise die Verschmutzung der Luft durch bestimmte Industrien in den 90er Jahren dahingehend lösen, indem der Gesetzgeber Verordnungen erlassen hat und Gesetze, dass nur das betrieben werden darf, was Stand der Technik ist. Würden wir jetzt alle diese Aufgaben der Finanzindustrie übertragen, glaube ich, dass man sie überfordert. Und jedenfalls überfordert würde ich mit allem Verständnis und Kompetenz, die in ihren Institutionen da ist, es würde auch die Aufsicht überfordern. Wir glauben, Investitionsentscheidungen sind in den Unternehmungen zu treffen. Und Unternehmungen haben ja dem Grunde nach auch die Rolle, dass sie überleben wollen über die Zukunft, und wenn Sie wissen, es gibt eine Dead-End-Technologie, dann werden Sie in neue Technologien investieren. Und da möchte ich noch einen weiteren Punkt ansprechen. Wenn wir im Bereich einbremsen, vielleicht, wenn Sie zum Ende kommen könnten. Eine Aussage noch: Wir dürfen beim Bereich nachhaltiger Veranlagung uns nicht nur konzentrieren auf die Green-Seite, sondern auch um das, was zur Transition führt. Und würden wir das jetzt auf Green Economy quasi reduzieren, dann wird es sehr, sehr schwierig sein, dass die Unternehmungen und Branchen, die heute gezwungenermaßen noch hohe CO2-Impacts haben, dass die den Weg raus finden würden, weil dann die Finanzströme abgeschnitten werden. Auch hier ist ein breiteres Denken notwendig, als das üblicherweise aktuell der Fall ist. Danke sehr.
Vielen Dank, Herr Böhm. Ich schlage vor, bevor wir zur Beantwortung der Fragen kommen, nehmen wir noch eine letzte Stellungnahme mit, nämlich von der Frau Dr. Brunner von der Industriellen Vereinigung. Frau Doktor, bitte. Frau Dr. Brunner, sind Sie uns abhanden gekommen? Ah, tut mir leid. Ich habe... Hört man mich? Ja, wunderbar. Grüß Gott. Ja, ich bin im IV-Büro Brüssel tätig, wo wir uns eben auch mit Nachhaltigkeit, Klimaschutz beschäftigen. Und ich möchte mich da gleich anschließen zum Thema nachhaltige Bewertungen von Wirtschaftsaktivitäten und die Taxonomie. Die ist ja heute schon erwähnt worden. Und da möchte ich ganz kurz zwei kritische Beispiele nennen, die sich eben aus Sicht der Industrie die hier erwähnenswert sind. Also ein Entwurf der Taxonomiekriterien hat jetzt nämlich verraten, dass beispielsweise für Wasserkraftanlagen strengere Maßstäbe als für andere Technologien wie Wind, Solar, Photovoltaik herangezogen werden sollen. Und auch für Erdgaskraftwerke soll es eben eine Taxonomie Emissionsgrenzen geben, die so noch nicht erreicht werden können. Jetzt ist die Wasserkraft mit 60% der Stromerzeugung in Österreich die mit Abstand wichtigste Erzeugungstechnologie und auch hochrelevant für den nachhaltigen Übergang. Und auch Erdgas spielt eben in der CO2-Einsparung eine wesentliche Rolle als per se kohlenstoffarmer Energieträger. Und jetzt sind unsere Anliegen im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz, also die bezieht sich vor allem auf die Taxonomie und die Kreditvergaberichtlinien der Banken. Und das Beispiel der Klassifizierung durch die Taxonomie zeigt eigentlich, dass willkürliche Benachteiligungen gewisser Ansicht grüner Technologien der Transformation so eigentlich zuwiderlaufen. Und die Industrie leistet einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung und braucht eben auch Finanzmittel für so derartige Übergangsaktivitäten im Sinne der Technologieneutralität. Und ein weiteres Anliegen ist von uns auch, dass unbedingt Anreize für Unternehmen geschaffen werden sollten, die nicht oder eben noch nicht von der Taxonomie als grün klassifiziert werden. Also wir beschäftigen uns mit der dringlichen Frage, wie kann sichergestellt werden, dass Unternehmen, die aktiv einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, aber deren Aktivitäten eben noch nicht dezidiert als grün definiert werden, wie kann sichergestellt werden, dass die weiterhin Zugang zu notwendigen Finanzmitteln haben, um eben den Übergang zu meistern. Also für das Eindämmen des Klimawandels sind Investitionen in innovative Technologien unabdingbar und wir hoffen eben, dass diese Investitionen auch weiterhin im Fokus der Finanzierungspolitik der Banken stehen werden. Danke sehr. Vielen Dank, Frau Dr. Brunner. Ich schlage vor, wir nehmen jetzt diese angesprochenen Themen mit, drehen dann aber noch eine Runde aus Fragen, die es uns via Webstream sozusagen erreichen. Herr Gouverneur Holzmann, der Vorwurf, der jetzt immer wieder durchkam, ist, dass die EZB mit ihren Firmenanleihenkäufen auch die Klimasünder sozusagen unterstützt in Europa. Was sagen Sie dazu? Es waren mehrere konkrete Fragen dabei. Lassen Sie mich zunächst die konkreten Fragen beantworten und vielleicht nach der nächsten Runde ein bisschen ins Grundsätzlichere gehen. Für die Frage der Ankäufe: die EZB kauft staatliche Anleihen, aber auch private Wertpapiere an. Der Großteil ist in den staatlichen Anleihen. Private Wertpapiere werden nur zu sehr, sehr geringen Teilen angekauft. Und wenn man genau hinschaut, sind, glaube ich, keine Brown Industries dabei. Aber wenn sie dabei sind, sind sie sicherlich etwas, was in Zukunft eine Überprüfung darlegt. Das heißt, einfach wie wir Geldpolitik machen, ist da nicht der Hauptpunkt dabei, aber es ist ein wichtiger Punkt dabei, was gemacht wird, weil mir die Frage ist, wenn man diskriminiert, warum, was sind die Konsequenzen, aber das sollte nicht ein Hardcore sein. Ein zweiter Beispielfrage, die da war, war die Frage, haben wir schon nachgedacht als ein Unternehmer, ob hier unsere Mitarbeiter angeregt werden sollen, umweltfreundlichere Transportwege zu nehmen. Ja, wir haben noch nicht jetzt beschlossen, wir sind dabei, das Gesamte durchzugehen, weil es auch uns ein Anliegen ist, das Gesamte zu tun. Ein wichtiger, natürlicher Beitrag wird dadurch entstehen, dass auch nach der Krise das Homeoffice mehr Bedeutung haben wir das wie vorher. Das heißt, man wird automatisch dann schon hier einen Beitrag dazu leisten. Kann ich schon auf die breiteren Dinge eingehen? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, man darf bei aller Bedeutung des Klima nicht vergessen, dass Klimaprobleme als wahrscheinlich einer der
groß, wenn nicht die größten sozioökonomischen Veränderungen, die seit Beginn der Industrialisierung aufgetreten sind, auch mit zeitgleich und damit verbunden mit einem zweiten Faktor versehen ist, der in der Diskussion im Moment untergeht, aber mindestens genauso wichtig ist, das ist das Altern der Bevölkerung. Das heißt, beides haben denselben Ursprung dabei, beides bewegen uns. Und das muss man in Betracht ziehen, um sich nicht nur auf das eine festzuhalten. Das Zweite ist, und ein bisschen aufbauend, was hier gekommen ist von Herrn Wolf, nicht verstehe die Jugend, dass sie sagt, wir definieren Wohlstand anders. Wir wollen hier gewissermaßen Bewegung machen, nur sie tun es aus dem Hintergrund von hochindustrialisierten Gesellschaften und übersehen dabei, dass wenn man in tiefster Armut lebt oder jetzt wie Corona wieder in tiefste Armut zurückkehrt, die Prioritäten anders sind und dass es noch immer viele, viele Millionen Menschen auf der Welt gibt, darunter leben und dass das hier Trade-offs gibt und daher man das Gesamte nicht sehr absolut sehen sollte. Das sind zwei allgemeine Bemerkungen. Und das führt dann zur dritten Frage dazu, wie gehen wir es an? Wir bewegen uns dazu auf diesem Thema. Und hier ist, glaube ich, was schon angesprochen ist von verschiedenen, der Hauptgrund, den wir haben für diese Probleme, ist noch immer die Informationsasymmetrie. Das heißt, dass die, die den Klimaschädigung verursachen, aber auch darüber hinaus die ESG-Probleme aufwerfen, nicht, wenn man so will, sehen, was sie damit verursachen. Und wie bekommt man jetzt Informationen dazu? Und Vizegouverneur Haber kann dann über die Fragen dann der Finanzmarktaufsicht treten, wo hier versucht wird, in einem hohen Maße als eine der Möglichkeiten darauf einzugehen. Ich glaube, das ist eine wichtige Möglichkeit dazu. Und auf der anderen Seite ist es auch so, die externen Effekte, die dadurch erzielt werden, kann man auch dann und muss man auch direkt angehen, etwa durch eine CO2-Steuer oder ähnliche Maßnahmen, die das bewirken. Die dritte Frage, die immer ein bisschen durchschwingt, ist EZB, die hat Geld, die kann daher versuchen, die Preise von Anleihen zu beeinflussen. Hier ist ein Punkt, wo wir, glaube ich, ein bisschen zurückhaltender sind, weil diese Fragen schon bisher gezeigt haben, wenn man mit Klima umgeht, wie jetzt nicht das Nachbarland nennen, wo sehr viel Geld hineingesteckt wurde, um eine Energierevolution zu betreiben mit sehr mäßigen Ergebnissen dabei. Daher hier die Zurückhaltung dabei. Aber ganz sicher ist, und der Frank Ellison hat das herausgebracht, Klimawandel, it's on our mind, it's in our heart. Und wir leben es täglich in unseren Arbeiten. Daher trotz meiner kleinen Seitenbemerkungen. Wir nehmen es sehr ernst. Gottfried, bitte. Ja, ich möchte vielleicht auch noch einmal unterstreichen, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, das war jetzt für mich auch wieder ein wichtiges Takeaway, es geht ja um einen breiteren Begriff von Nachhaltigkeit. Und wenn wir das ernst nehmen, dann geht es ja um ökonomische Nachhaltigkeit, das hatten wir schon sehr stark im Fokus in der Vergangenheit. Ökologische Nachhaltigkeit ist ein Thema, das jetzt eben verstärkt in den Fokus kommt. Heißt aber auch eben für mich, der SDG-Kontext, der ESG-Kontext ist relevant und man muss es breit denken. Und Herr Hiss, was Sie gesagt haben, ist für mich auch sehr wesentlich. Sie haben zwar eingeschränkt, dass Sie jetzt nicht aus dem ökonomischen Bereich kommen, ich finde aber Ihre Analyse ist sehr, sehr treffgenau, die nämlich sagt, da geht es um ein Risiko, das in manchen Investments drinnen steckt und das möglicherweise nicht richtig berücksichtigt ist. Also ich glaube, es gibt drei Bereiche. Herr Gouverneur Holzmann hat das ja auch schon so gesagt. Der erste ist einmal ganz leicht abgehakt, ÖNB als Unternehmen, EZB als Unternehmen. Ich glaube, da sind wir state of the art und versuchen auch trotzdem noch besser zu werden. Das zweite ist das europäische System der Zentralbanken in Hinblick auf die geldpolitischen Instrumente. Und da steht im Vordergrund natürlich Geldpolitik zu machen, bei der aber auch das Pricing richtig sein muss. Also das heißt, wenn es, auch Herr Hiss, Sie haben das auch genannt, wenn es da um Risiko, Auf- und Abschläge geht für bestimmte Aktivitäten, dann macht es natürlich Sinn, dass hier Risiko richtig bepreist ist. Und sollte es hier ein Marktversagen geben, wo Risiko nicht richtig bepreist ist, müsste man das angehen. Und das bringt mich jetzt zum dritten und aus unserer Sicht dem Punkt, wo wir am meisten tun können in der Regulatorik.
der auch schon von Herrn Böhm und anderen angesprochen wurde. In der Regulatorik geht es darum, dass Risiko adäquat bepreist wird. Und ich glaube, wir wären als Notenbanken überfordert, wenn wir genau kasuistisch im Detail immer sagen, die Guten ins Kröpfchen, die Schlechten ins Töpfchen und definieren, wer das ist. Da gibt es andere, die das berufener können. Was aber das Thema ist, wir müssen sicherstellen, dass zum Beispiel ein Geschäftsmodell, das ökologisch nicht nachhaltig ist, auch ökonomisch mit der richtigen Risikobepreisung versehen wird. Und das kann und muss eine Regulatorik auch leisten. Das heißt, ich glaube, die Zukunft ist weniger bei eigenen Klassifizierungen der Notenbanken, weniger bei der Frage irgendwelcher Aufschlagsfaktoren oder auch Abschlagsfaktoren, sondern mehr darin zu finden, berücksichtigen wir Risiko in den vorhandenen Rechenwerken richtig und findet auch das ökologische Nachhaltigkeitsrisiko bei der Beurteilung von Geschäftsmodellen ausreichend Platz. Warum ich das für wichtig halte, ein letzter Satz dazu. Wenn wir uns nur auf Anleihen beschränken, dann lassen wir auch den gesamten Bereich der Eigenmittelfinanzierungen aus. Und wenn es um die Allokation von Ressourcen in der Gesellschaft und in der Wirtschaft geht, dann muss sich das auf die gesamte Kapitalseite beziehen. Also wir müssen einfach zu Transparenz kommen und Risiken transparent machen und dann auch richtig bepreisen. Vielen Dank, Herr Vizegouverneur. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind fast am Ende dieser Veranstaltung. Ich möchte noch eine letzte Runde drehen, nämlich hier in der Runde, und die Frage stellen an Sie, Herr Gouverneur. Was nehmen Sie denn mit von den letzten 2,5 Stunden an Diskussionen, an Ideen, an Anliegen der Zivilgesellschaft? Ja, den ersten Punkt, den ich mitnehme, ist, dass die Form des Formates, den Zugang, die Auswahl sehr gut war und dass wir durch eine sehr, sehr reiches Problemfeld durchgewandert sind in den unterschiedlichen Bereichen und dass wir das angekündigt haben, das ist der Beginn eines Dialoges, nicht der Ende. Was bedeutet, dass wir sehr stark auch darüber nachdenken, nicht nur das, was Sie uns gesagt haben, sondern was wir als nächstes machen können, um den Dialog weiterzuführen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich, der stattfindet und damit verbunden auch, wie wir dann daraus auch die entsprechenden Schlüsse ziehen können. Und ich glaube, was wir gesehen haben, alle diese Themen liegen Ihnen, liegen uns am Herzen. Wir beschäftigen uns damit und auch ist es sehr gut zu sehen, auch andere Blickwinkel, die auf uns zukommen, Dinge, die wir vielleicht nicht so stark gesehen haben, aber wo wir auch dann verändert kommunizieren müssen. Und das ist dann der letzte Bereich, auf den ich eingehen möchte, ist, dass im Bereich der Kommunikation wir ganz gut aufgestellt sind, aber wahrscheinlich noch ein bisschen Notwendigkeit haben, nachzuschärfen. Wir sind schon in den sozialen Medien vertreten, aber hier kann wahrscheinlich auch noch verbessert werden. Wie angekündigt, wir planen, die Podcasts zu machen als eine Form der Information, die etwas vielleicht ansprechender ist als nur die normalen Druckformate, die nicht alle lesen wollen und daher auch darüber nachdenken, welche anderen Formate wir hernehmen können, um hier mit Ihnen in Dialog zu bleiben. Herr Vizegouverneur Haber, der Blick von außen auf die ÖNB, was hat denn für Sie da, was ist da deutlich geworden? Welche Schlüsse können Sie ziehen aus dieser Diskussion? Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Zeit und die Kreativität, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben. Ich glaube, wie Gouverneur Holzmann auch gesagt hat, wir nehmen damit ein viel besseres Verständnis der Problemstellungen mit, der Zusammenhänge, des Big Pictures, des großen Bildes, wenn man so will. Und das hilft uns jetzt bei den nächsten Schritten, nämlich auch festzustellen, wie können wir beim Design der Ziele, und das geht ja um die Strategie und auch geldpolitische Strategie der EZB und des europäischen Systems der Zentralbanken, also bei der Strategie, aber auch bei der Frage der Gestaltung der Instrumente, jetzt den Beitrag leisten, und das haben Sie alle auch sehr oft gesagt, der im Rahmen der Institution europäisches System der Zentralbanken und ÖNB möglich und sinnvoll ist. Dafür noch einmal herzlichen Dank. Vielen Dank, meine Herren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind damit am Ende der Veranstaltung. Ich darf mich sehr herzlich
bei Ihnen bedanken, dass Sie so begeistert teilgenommen haben an der Diskussion, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie auch in der Zeit geblieben sind. Herr Gouverneur, vielen Dank auch Sie. Herr Vizegouverneur, vielen Dank für die Zeit und für Ihre Fragen, die Sie beantworten konnten. Ich darf mich jetzt an dieser Stelle verabschieden von Ihnen. Herzlichen Dank auch allen, die via Livestream dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Freitag, ein angenehmes Wochenende und bleiben Sie gesund.